Und deswegen geht es nicht nur um Lobbyismus, sondern es geht um Fraktionszwang. Es geht um Unterdrucksetzen der Abgeordneten, die diesem Fraktionszwang nicht folgen, die eine andere Meinung haben und so auch abstimmen wollen, bis also von Drohungen nicht mehr aufgestellt zu werden, Ausschlussverfahren aus bestimmten Diskussionen, man ist in bestimmten Seilschaften nicht mehr drin und man kann natürlich dann erst recht noch weniger Politik gestalten. Und das wird alles praktiziert und das wird in jeder Fraktion so gemacht. Jetzt wird es interessant. Also, es geht um das Buch Lobbyland von Marco Bülow, wie die Wirtschaft, die ist kursiv gedruckt, wie die Wirtschaft unsere Demokratie kauft. Vergesst, ein Grundkurs für alle FDP-Mitglieder und Werbeveranstaltungen. So, das hat Marco Bülow geschrieben. Wer Marco Bülow nicht kennt, sollte wissen, dass er nicht nur Buchautor ist und Lobby-Experte, deswegen kann er über Lobbyismus schreiben, sondern dass der 19 Jahre oder 18 Jahre und ein bisschen, also 19 Jahre im Bundestag gesessen hat, als Mitglied des Bundestags für die SPD mit Fraktionszwang. Da wird er bestimmt was zu sagen. Und das tut er jetzt nicht mehr. Der ist da ausgetreten, ich glaube 2018, richtig, und ist dann in die Satirepartei, die Partei, gewechselt. Wo man sich jetzt fragen kann, ist Satire die bessere Politik? Auch dazu wird er was sagen. Also es geht um Thema Demokratie statt Ausverkauf, Buch, Podcast, ich habe eigentlich alles gesagt. Und Helena Steinhaus, die sitzt auch hier vorne, die kommt dann im zweiten Teil auf die Bühne und dann erzähle ich euch, wer die ist. Und sie wird uns erzählen, was sanktionsfrei ist. Marco, die Bühne ist deine. Ja, ich komme auch mal runter, zumindest vor dem Lesen. Ja, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Vielen Dank an Sanktionsfrei, dass ihr das mit mir zusammen oder mit uns zusammen macht. Vielen Dank auch an den Veranstalter, dass ihr uns hier so nett empfangt und dass wir das hier machen dürfen. Genau, das vielleicht ganz kurz zur Vorrede. Ja, zu mir ist so ein bisschen was gesagt worden. Genau, 19 Jahre im Bundestag, 16 davon in der SPD, 2 Jahre fraktions- und parteilos. Übrigens, das waren die spannendsten, schönsten Jahre im Bundestag. Und dann noch 1 Jahr in der Partei Die Partei. Warum dieser Schritt gegangen worden ist, kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Aber vielleicht als Vorsatz, die Spaßparteien sitzen im Bundestag und die Spaßpartei ist nicht die Partei, sondern die, die man mit anderen Kürzel FDP, SPD und so weiter titulieren könnte. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ja, aus diesen Erfahrungen geht eigentlich auch sozusagen das hervor, was im Buch steht. Das ist ein Buch, das ist eine Initiative, das ist ein Podcast. Podcast haben wir jetzt gerade Montag die 18. Folge abgedreht. Mittwoch kommt die frisch raus. Geht es um das Thema, was ich hier auch anschneide, Doppelmoral oder besser gesagt einfache Moral in Zeiten von Krieg, Konflikten und so weiter. Und ich glaube, dass wir auch davon im Augenblick ein bisschen zu viel haben. Ich bin eigentlich Umweltpolitiker, Energiepolitiker. Ich bin damals politisiert worden durch Tschernobyl und habe mich als Kind gefragt, warum setzen die Erwachsenen solche Dinger in die Landschaft, die so gefährlich sind? Sind die so blöd oder habe ich das nur nicht verstanden? Ich musste leider irgendwann merken, sie sind so blöd und ich hatte es vielleicht als Kind oder einige auch damals schon eher verstanden. Und interessanterweise, die Diskussion haben wir wieder zum Atom, aber auch da vielleicht ein bisschen später was zu. Ja, ich glaube, vielleicht fange ich an mit der Hauptthese, die ich irgendwann ja so geprägt habe, weil, wie gesagt, ich bin als Umweltpolitiker im Bundestag gekommen. Ich habe es versucht auf die herkömmliche Art und Weise. Ich habe es versucht mit Argumenten, mit Wissenschaft, mit Fakten und das hat alles nichts genützt, weil diese Fakten eigentlich völlig egal waren bei der Entscheidung. Anfangs war das manchmal noch ein bisschen anders und wir konnten ein paar Sachen durchsetzen, Förderung der erneuerbaren Energien. Es wurde auch ein bisschen Klimaschutz gemacht und zwar vor 17, 18 Jahren, als es noch Zeit dazu war.
Diese Zeit haben wir jetzt zum Teil einfach nicht mehr. Aber es gab ein Rollback, und es gab ein Rollback vor allen Dingen wegen des Profitlobbyismus, was eben so das Hauptthema geworden ist. Deswegen ist auch die Hauptthese, dass es zwar wichtig ist, dass es eine Klimabewegung gibt, dass es wichtig ist, dass sie auf die Straße geht, dass es wichtig ist, dass es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, die sich nicht mehr verstecken, sondern ihre Position deutlich machen. Und dass es wichtig ist, dass es in anderen Bereichen, im Sozialen und so weiter, das auch alles gibt. Aber letztendlich wird es alles nicht helfen. Und wenn wir das alles nicht geregelt kriegen in der nächsten Zeit, vor allem wenn die Krisen zunehmen werden, wenn nicht das System des Profitlobbyismus und das System, wie wir es politisch gerade erleben, und ich finde, wie es die Demokratie aushöhlt, wenn wir das nicht verändern, dann werden wir diese ganzen anderen Sachen, das Rumdoktern an Symptomen, wird dann nicht zum Erfolg führen. Erst recht nicht im Klima- und Umweltbereich, aber auch nicht, was Ungleichheit und soziale Ungerechtigkeit angeht. Und deswegen bin ich irgendwann vom Umweltpolitiker zum Lobbyexperten geworden und zum Politiker, der sich um Demokratie, um Transparenz, um Lobbyregister und so weiter kümmert, und das eigentlich so mein Hauptthema geworden ist. Ich glaube, dass wir, und das ist die zweite These, im Augenblick eine Politik erleben, die von Symbolik, von Doppelmoral und eben Profitlobbyismus geprägt ist. Und ich will einen aktuellen Bezug schaffen. Ich meine, das haben alle wahrscheinlich auch hier ja nun gut mitgekriegt, aber das nochmal irgendwie so deutlich zu machen, vor allen Dingen mit meinen Erfahrungen, die ich habe. Es wurde mal eben im Bundestag beschlossen, dass es 100 Milliarden zusätzlich im Sondervermögen für Rüstung und Militär gibt. 100 Milliarden. Das ist ich musste viel mit Zahlen umgehen, das ist eine Zahl, und ich war in vielen Haushaltsdebatten beteiligt, eine Zahl, die ich kaum schreiben kann, die ich mir kaum vorstellen kann, und die wurden mal so eben beschlossen, und es gab Standing Ovation für Olaf Scholz, der das verkündet hat. Standing Ovations. Jetzt muss man wissen, wir kämpfen und wir haben gekämpft für jeden Euro, ob das der Pflegebonus war, ob das in bestimmten anderen Bereichen war, ob das bei Klima, bei Umwelt, bei sonst was war, und es war fast nie Geld da. Und wenn, dann muss man lange und hart für kämpfen, um einen Bruchteil von dem zu kriegen, was mal eben verkündet worden ist. Ja, zugegebenerweise in einer Situation, wo ein Land brutal überfallen worden ist, aber wo diese 100 Milliarden ja diesem Land überhaupt nicht zugutekommen, sondern diese 100 Milliarden vor allen Dingen für die Lobbys sind. Und bis die wirken, bis die sozusagen über eine Verwaltung mit zusätzlichen Expertengremium, Lobbyisten, die da beteiligt sind, überhaupt irgendwo ankommen, ist noch eine andere Frage. Aber um sich das nochmal anzugucken, weil viele sagen, ja, unsere Bundeswehr ist marode, das stimmt, und wir sind gar nicht so gut ausgerüstet. Aber dann fragt sich keiner, warum sind wir das nicht, sondern sie sagen, okay, wir nehmen einfach mehr Geld, dann passiert das schon. Nein, es passiert nicht mit mehr Geld. Die Bundeswehr ist statistisch, kann man überall nachvollziehen, wir haben das siebtgrößte Budget der Welt fürs Militär. Gar nicht so viel weniger als die Russen. Gar nicht so viel weniger. Alleine. Die NATO hat übrigens insgesamt 30, 40-fach so viel wie Russland zur Verfügung. Das heißt, mit mehr Waffen hätten wir gar keine andere Situation, als wir die sie im Augenblick auch haben. Aber darüber denkt keiner nach. Wo bleiben denn die Gelder? Ja, weil es stimmt wirklich, es ist gar keine Lüge, dass die Bundeswehr schlecht ausgestattet ist. Müsste man sich vielleicht überlegen, ob das vielleicht manchmal Lobbygeschenke sind an irgendwelche Waffenlobbys, wo die Waffensysteme dann vielleicht teurer sind, als sie wirklich sind, und ob diese Waffensysteme gut funktionieren oder nicht gut funktionieren, ob die Bundeswehr die überhaupt braucht, das wird auch nicht gefragt, sondern es wird nur nach mehr Geld geschrien. Und alleine das zeigt, wie absurd Politik teilweise ist und wie sie an dem, was man eigentlich braucht, vorbeigeht. Man kann jetzt diskutieren, ob überhaupt mehr Waffen helfen werden, eine bessere Ausrüstung helfen wird. Aber das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist, dass dieses Geld hauptsächlich sozusagen Geschenke an Lobbyisten sind. Und wir werden sehen, wer alles von dieser Regierung bei diesen Unternehmen hinterher unter Vertrag genommen wird. Das werden wir sehen, so wie jetzt viele Politiker, und Schröder ist nur die Spitze des Eisbergs, bei Gazprom und so weiter untergekommen sind, gibt es ganz, ganz viele, die wir alle nicht kennen, die ich zum Teil vielleicht kenne, aber hier im Saal alle nicht kennen, die genau nach solchen Entscheidungen, und wenn sie nicht mehr im Bundestag sind, wenn sie nicht mehr in der Regierung sind, in diesen Firmen auftauchen. Deswegen spreche ich
gerne von Lobbytariern, weil sie schon während ihrer Zeit im Bundestag sehr häufig Vorträge, Geschäfte mit diesen Lobbyisten machen und dafür auch bezahlt werden. Für manche Abgeordnete sind die Diäten das kleinere Gehalt, was sie bekommen. Und gerade über Vorträge kassieren sie meistens doppelt und dreifach ab. Dabei kriegen wir ja die Diäten, damit wir Vorträge umsonst machen können. Ich habe noch nie einen Vortrag irgendeinen Cent für genommen. Und wenn, dann ging es um Spenden einsammeln für irgendwelche karikativen Zwecke. Aber wir Abgeordnete sollten dafür nichts zusätzlich kriegen, weil dafür werden wir gut entlohnt. Es wird dann immer viel auf die FDP geguckt. Ja, das stimmt. Lindner hat viele Vorträge, wird viel dafür bezahlt. Und da gibt es auch viele. Aber der König aller Nebeneinkünfte, das war einer der SPD, der dann sogar, genau, Steinbrück, der dann sogar Kanzlerkandidat geworden ist. Auch das eine These von mir, die leider stimmt. Je mehr Nebeneinkünfte, je weniger im Bundestag, je weniger Facharbeit geleistet wird, desto angesehener der Politiker und desto machtvoller der Politiker. Weil Steinbrück, der saß nun hinter mir in der Fraktion, war selten in der Fraktion. Einen Ausschuss hat er überhaupt nicht besetzt und Facharbeit hat er auch nicht geleistet, weil er ja seine Vorträge halten musste. Aber er war dann Kanzlerkandidat. Und so könnte ich jetzt aber alle Fraktionen durchgehen. Selbst die Linke, die so als Ausnahme genannt wird, Gysi hat auch ziemlich viele Vorträge und nimmt da auch relativ viel Geld für. Ansonsten sind sie relativ frei, die Linken, von solchen Maßnahmen. Kann aber auch sein, weil sie vielleicht gar nicht so in die Verlegenheit kommen. Bei den Grünen ist das übrigens genauso und wird jetzt noch stärker, weil sie natürlich jetzt Regierungspartei sind und das verführt natürlich viel stärker, auch solche Posten einzunehmen. Ja, das ist schon so ein kleiner Ausblick gewesen. Ich werde jetzt einen ganz kleinen Teil vorlesen aus meinem Vorwort, möchte dann aber noch mal zu den Einzelpunkten kommen. Vielen Dank nochmal, dass mir sogar eine Lampe hier hingesetzt worden ist, weil mit den Augen ist das dann nicht mehr so dolle. Deswegen brauche ich wahrscheinlich sogar noch die Brille. Mal gucken. Prolog, Spielregeln. Dem deutschen Volke steht auf einer Länge von 16 Metern in großen Lettern über dem Hauptstadtportal des Reichstagsgebäudes. Seit 1999 krönt den Bundestag eine große gläserne Kuppel, 3000 Quadratmeter Glas, als Symbol für Transparenz und Offenheit. In der Kuppel stehen blickt die Bevölkerung ihren Abgeordneten symbolisch über die Schulter. Es gibt ein Gefühl von Nähe und Kontrolle. Direkt gegenüber das Kanzleramt und drumherum ein Bienenschwarm von Menschen. Die Politik ist mittendrin. Eine Illusion. Viel Fassade und viel Schein. Es ist eine Glocke, eine abgeschottete Welt. Die Bevölkerung ist nur zu Besuch, so wie man eine entfernte Verwandte mal zum Kaffee einlädt. Der Widerspruch zwischen Darstellung und Handlung in der herrschenden Politik wächst. Einige ihrer Regeln und Strukturen sind so absurd, dass es mich überrascht, wie der Schein der Normalität überhaupt so lange gewahrt werden konnte. Bundestag. Im September 2002 werde ich von 57,8% der Wählerinnen in Dortmunder Wahlkreis direkt in Dortmund gewählt. Da stehe ich zum ersten Mal nicht nur vor, sondern auch im Hohen Haus. Schon mit Hochachtung. Gerade 30 Jahre alt geworden, bin ich einer der jüngsten Abgeordneten überhaupt, vor allem unter denen, die ihr Mandat direkt gewonnen habe. Ich bin zu sehr von mir überzeugt, denke, ich kann die Welt aus den Angeln heben. Rot-Grün hat eine Mehrheit und ich gehöre einer Regierungspartei an. Ich bin an einem Brennstadtteil in Dortmund der Gesamtschule gegangen, habe so einiges mitbekommen vom Leben auch fernab der Sonnenseite. Die meisten meiner späteren Kolleginnen, selbst in der SPD, werden wohlbehütet als Akademikerkinder groß. Dagegen habe ich für das Ruhrgebiet typische Biografie hinter mir. Mein Großvater hat unter Tage und dann als Stahlarbeiter gearbeitet. Meine Eltern waren in der Pflege tätig. Ich bin derjenige, der von der Bildungsreform und den erpressten sozialen Zugeständnissen der 70er und 80er noch profitiert hat. So konnte ich mein Abi machen, durfte sogar studieren, auch wenn ich immer gejobbt habe. Über die Uni kam ich zu den Jusos und dann zur SPD. Unmöglich eigentlich so jung einen Wahlkreis zu gewinnen und aufgestellt zu werden. Vor allem in einer Partei und in einem Wahlkreis, der einer der sichersten ist.
Das war viel Glück, es waren Zufälle, eine große Parteireform vor Ort und die Sehnsucht der Basis, mal was Neues zu probieren, die mir das ermöglicht haben. Ich beschreibe dann, und deswegen werde ich darauf nochmal kurz eingehen, weil das heute auch nochmal sehr passt, wie ich da reingeworfen wurde und wie dann die Harzreformen durchgepresst worden sind und beschlossen worden sind, die ja dann uns immer noch beschäftigen. Arbeits- und Sozialpolitik sind mir nicht nur wegen meiner Herkunft wichtig, aber ein Experte bin ich nicht. Ich versuche auch da stärker beteiligt zu werden. Rot-Grün, Schröder und Fischer haben die Agenda-Politik auf die Schiene gesetzt. Das Motto der berüchtigten Harz-Kommission, fördern und fordern, hört sich erst einmal gut an. Aber selbst als Nicht-Experte erkenne ich die Einseitigkeit der Reform, die nun über Jahrzehnte die Gemüter spaltet und den Ruf der SPD zu Recht ramponiert hat. Spannend übrigens ist, dass Fischer und die Grünen damit auch im Nachhinein nichts zu tun hatten. Was heute keiner mehr weiß und auch damals kaum eine Rolle spielte, diese Expertinnenkommission ist vollständig mit externen angeblichen Expertinnen besetzt. Niemand aus dem Bundestag, niemand aus der Regierung nimmt daran teil. Die einzige Ausnahme bildet der damalige NRW-Minister Harald Schartau. Von Beginn an gilt, was da verhandelt wird, wird eins zu eins umgesetzt. Das Paket irgendwo aufschnüren, verändern, geht nicht. Dann würde ja alles zusammenbrechen. Ich staune. Okay, inhaltlich lässt sich ja streiten und vielleicht habe ich nicht genug Ahnung, auch wenn sich bei mir alles verkrampft. Aber hier sollen nicht gewählte, sondern von einer Person benannte Menschen sehr weitreichende Entscheidungen treffen, die wir nicht mehr verändern können. Ich muss nicht erwähnen, dass es in dieser Kommission natürlich absolut keine Ausgewogenheit der Expertinnen gibt. Viele sind voller Bewunderung für diesen Coup von Schröder und seiner Regierung. Die große Mehrheit in der Fraktion nimmt die Vorgabe, ohne etwas zu verändern, einfach so hin. Fast niemand kritisiert das Vorgehen, nicht einmal die Opposition. Auch in den allermeisten Medien findet sich erstmal keine Kritik. Schröder führt damit eine Welle von selbsternannten Expertengremien und Runden ein. Ein sehr effizientes Mittel, gewählte Parlamente auszuschalten. Und da die Mehrheiten knapp sind, geht es bei Schröder mit der Drohung los, alles platzen zu lassen, wenn wir Abgeordnete nicht folgen. Damit wäre Rot-Grün am Ende. Alle Möglichkeiten zu gestalten, auch in der Umweltpolitik, dahin. Es gäbe keine Energiewende und die Sozialpolitik würde dann wieder von Union und FDP bestimmt. Ich lerne also, eine Person kann nach eigenen Vorstellungen Leute berufen, die ihr genehm sind, die alles vorgeben, was dann von einer Mehrheit im Bundestag abgenickt wird. Und wenn alles knapp werden sollte, dann setzt man die Abweichler unter Druck oder droht, sie nicht mehr zu beteiligen. Am Ende hat man seinen Beschluss ohne die kleinste Veränderung und bekommt Bewunderung dafür, wie man die Volksvertretung einfach mal so eben ausgeschaltet hat. Das ist dann eine lupenreine Demokratie. Im Augenblick ein bisschen doppeldeutig mit dieser lupenreinen Demokratie, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das war sozusagen am Anfang und trotzdem war ich noch voller Hoffnung, dass sich das alles ändert und dass man mit viel Arbeit, Fleiß, innerparteilicher Meinungsbildung das verändern kann. Ich habe im Prinzip all das gemacht, was man so verlangt oder was man sagt, was man noch machen könnte. Ich habe Parteitagsbeschlüsse besorgt. Ein Beispiel, die SPD, wir haben das zu zweit durchgesetzt in der SPD. Frank Schwabe und ich haben vor 15 Jahren das Tempolimit in der SPD durchgesetzt. Die SPD hat niemals, obwohl wir beide im Bundestag saßen, niemals versucht, dieses Tempolimit im Bundestag durchzusetzen. Sie hat niemals mit der Union darüber gesprochen, hat dann aber immer alles auf die Union geschoben. Sie hat es aber niemals versucht, durchzusetzen. Und so gibt es ganz viele Beschlüsse, auch bei den Grünen, auch in anderen Parteien, die mal getroffen worden sind, die aber niemals im Bundestag bei irgendeiner Verhandlung eine Rolle gespielt haben. Und so könnte ich das jetzt durchdeklinieren. Also ich habe auf allen Wegen versucht, Mehrheiten zu generieren, Seilschaften zu gründen. Ich habe diese Mehrheiten teilweise sogar gekriegt. Ich hatte Funktionen, ich war energiepolitischer Sprecher, ich war umweltpolitischer Sprecher. Wir hatten das Ministerium, ich habe versucht, den Minister zu bearbeiten. Ich habe das Spiel mit den Lobbyisten mitgemacht. Ich habe alle Wege sozusagen ausgeschöpft und ich kenne ja ganz viele, die das auch getan haben. Am Ende setzt sich aber die stärkste Lobby durch und setzen sich Einzelpersonen durch mit ihrer Meinung. Und wenn du dem nicht folgst am Ende, also man akzeptiert, dass du vielleicht noch für andere Mehrheiten kämpfst, aber wenn du da nicht spurst und sozusagen nach außen hin das vertrittst, bist du kaltgestellt.
Und bei den Abgeordneten, die keinen sicheren Wahlkreis haben, sondern über Liste gewählt wird, was ja die Hälfte in der Republik ist, ist dann sowieso bei der nächsten Wahl spätestens aus, weil du nicht mehr auf die Liste gesetzt wirst. Mich konnten sie nicht so schnell loswerden, weil ich sozusagen in Dortmund direkt aufgestellt wurde, direkt gewählt wurde und sich von außen keiner einmischen konnte. Und die Basis mich immer wieder aufgestellt hat, obwohl die Spitze das nie mehr wollte. Und genau das ist das System, was funktioniert. Und deswegen geht es nicht nur um Lobbyismus, sondern es geht um Fraktionszwang. Es geht um Unterdrucksetzen der Abgeordneten, die diesem Fraktionszwang nicht folgen, die eine andere Meinung haben und so auch abstimmen wollen, bis also von Drohungen nicht mehr aufgestellt zu werden, Ausschlussverfahren aus bestimmten Diskussionen, man ist in bestimmten Seilschaften nicht mehr drin und man kann natürlich dann erst recht noch weniger Politik gestalten. Und das wird alles praktiziert und das wird in jeder Fraktion so gemacht. Du hast eigentlich dann keine Chance mehr, irgendwo noch reinzukommen. Du kannst mal bei einer Abstimmung abweichen, machst du das bei mehreren Abstimmungen, bist du sozusagen außen vor. Deswegen ist es keine Fraktionsdisziplin, es ist ein Fraktionszwang. Und das ist gegen das Grundgesetz, weil im Grundgesetz steht eindeutig, dass der Abgeordnete nur seinem Gewissen verpflichtet ist. Nur seinem Gewissen verpflichtet ist. Also keinem Fraktionsvorsitzenden, keiner Regierung und erst recht keinem Konzern. Ich will mal da ein Beispiel nennen, was es nochmal zeigt, wie absurd das eigentlich ist. Weil niemals ist ein Gruppenantrag oder fast niemals ist ein Gruppenantrag durchgekommen. Fast nie kommt eine Petition durch. Mein demokratisches Verständnis wäre ja, dass man darüber streitet. Es kommt eine Petition oder auch innerhalb des Bundestages gibt es mal eine Mehrheit für was vielleicht die Regierung nicht eingebracht hat, sondern was aus der Mitte des Bundestages kommt oder aus der Mitte der Bevölkerung kommt. Aber das hat nie eine Chance, wird immer alles einkassiert. Es gibt eine Ausnahme und das ist ganz spannend, weil das zeigt, wie absurd das ist. Die gleichgeschlechtliche Ehe, die beschlossen wurde im Bundestag, dafür gab es seit 20 Jahren eine Mehrheit im Bundestag. Sie wurde nie ausgeschöpft, weil die Regierung sich dazu nie durchringen konnte, weil immer die Union mit irgendwie dabei war und das sozusagen immer alles verhindert hat. Aber eine Mehrheit im Bundestag hätte das beschließen können, weil ausdrücklich vorgesehen ist, dass der Bundestag die Entscheidungsmitte ist und dass es natürlich Anträge über Fraktionen hinweg geben kann, die nicht von der Regierung kommen. Aber es kam nicht zustande, bis Merkel bei einer Diskussion von einer Zeitung, einer Illustrierten, gesagt hat, naja, vielleicht ist das ja eine Gewissensentscheidung. Also die Kanzlerin musste sagen, es ist eine Gewissensentscheidung und auf einmal werden alle wach im Bundestag und dann wird es ganz schnell beschlossen. Also die Kanzlerin entscheidet, was eine Gewissensentscheidung ist. Das ist absurd bis zum geht nicht mehr. Wir alle selbst müssen entscheiden, was eine Gewissensentscheidung ist. Ich lege das im Buch nach, ich werde da jetzt gar nicht mehr groß drauf eingehen, aber über 90% aller Entscheidungen werden von der Bundesregierung vorgegeben. Der Bundestag ist keine Entscheidungsmitte mehr, er ist ein Abnickerverein. Die Mehrheit wird abgenickt von der Mehrheit im Bundestag. Die Opposition stimmt dagegen und das war's. Und wenn die Opposition mal einen Vorschlag macht, egal wie gut, egal wie weitreichend, wie notwendig, wie zwingend, wird er per se abgelehnt. Auch da letztes Beispiel, Afghanistan. Heute redet ja keiner mehr von Afghanistan, ist ja auch egal, was mit den Menschen dort passiert. Wir haben ja andere Themen. Aber als die Opposition letztes Jahr Alarm geschlagen hat, dass wir doch bitte eine Entscheidung fällen müssen, gerade was in Afghanistan ist, wenn die Truppen abgezogen werden mit den Menschen, die kooperiert haben, die mitgeholfen haben und die dann in Gefahr sind, hat die Regierung gesagt, also auch meine ehemalige Partei, die SPD, ist uns egal, was von der Opposition kommt, legen wir ab. Röttgen hat sogar im Fernsehen bei einem Interview, wo mal ein Journalist immer nachgefragt hat, gesagt, es interessiert doch nicht, was die Opposition sagt. Wir lehnen immer alles ab, was die Opposition sagt. Was ist das für ein Demokratieverständnis? Immer alles abzulehnen, was die Opposition sagt. 3 Monate später hat die Bundesregierung dann das Gleiche beschlossen, was die Opposition vorher gesagt hat. Nur da war es dann eigentlich schon zu spät. Das ist wirklich absurd. Und wenn man das kombiniert mit Lobbyismus, also mit dem sozusagen, wo Profitlobbyisten Abgeordnete einkaufen oder zumindest so beeinflussen, dass sie sozusagen schon von sich aus mitspielen und das immer stärker über Ministerien, weil da ja die eigentliche Macht ist,
dann wird Demokratie wirklich ausgeschaltet oder zumindest ausgehöhlt. Und genau das ist mein Thema, auf das wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Ich will aber zu Lobbyismus zumindest eins noch sagen, weil gesagt wird, ja, aber Lobbyismus, das werde ich auch mal von Journalistinnen und Journalisten, ist doch wichtig, brauchen wir doch, ist doch eine Interessensvertretung. Ja, das Problem am Lobbyismus ist aber so, deswegen unterscheide ich zwischen Profitlobbyisten und allen anderen, die ich dann eher Interessensvertretungen nenne, es gibt ein riesen Ungleichgewicht. Es gibt 90% sind Profitlobbyisten und die werden gut dafür bezahlt, dass sie uns, also ich ja jetzt nicht mehr, aber dass sie die Abgeordneten sozusagen beeinflussen. Und die haben sehr viel Geld und sehr viel Macht und sowieso schon eine sehr starke Position. Und es ist auch nicht die Wirtschaft, sondern es ist nur ein Teil der Wirtschaft. Der Mittelständler oder der kleine Handwerker hat auch meistens keine Chance zur Beeinflussung und hat auch die Mittel nicht. Aber hier sitzen sie sozusagen gerade in Berlin mit großen Büros, häufig gar nicht mehr klar definiert. Sie tarnen sich als Rechtsanwaltskanzleien oder als PR-Agenturen oder als Initiativen, also die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, das hört sich ja total putzig an, die so tun, als wenn sie ein Gemeinwohlinteresse haben, sind knallharte Unternehmensprofitlobbyisten, die ganz andere Mittel, ganz andere Möglichkeiten haben, viel mehr Mittel übrigens als die Politik, also das Geld, was sie in Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stecken, steckt der Bundestag nicht in seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, die haben natürlich auch noch einen Wissensvorsprung, das muss man auch noch so sagen. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Interessensvertretung, wie sanktionsfrei, wie NGOs im Umwelt- und so weiter Bereich. Ja, ein paar davon sind auch nicht ganz arm, aber die meisten haben nicht die Mittel für große Büros, für bezahlte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern dann machen viele ehrenamtlich Jobs. Und ehrenamtlich schreiben sie dann vielleicht mal auch ihren Abgeordneten an oder organisieren Demos oder Petitionen. Aber die große Beeinflussungsmaschinerie setzen sie nicht. Und das ist ein Ungleichgewicht, was dadurch verstärkt wird, dass wir Abgeordnete ganz viel Zeit mit den Profitlobbyisten verbringen, weil wir ständig da eingeladen werden, weil es ständig Vorträge und so weiter gibt. Und wenn man das nicht tut, wird man ganz schnell vom Fraktionsvorsitzenden angerufen, warum man das nicht tut. Und auf der anderen Seite aber keine Zeit mehr haben für die Mails oder den Wahlkreis, wo dann vielleicht noch mal ein paar andere sind. Ich habe das mal überschlagen. Normaler Abgeordneter verbringt ungefähr, wenn er in Berlin eine Sitzungswoche hat, 15 bis 20 Stunden mit Profitlobbyisten. Und dann verbringt er natürlich noch Zeit im Bundestag und so weiter und dann bleibt nicht mehr viel Zeit. Und im Wahlkreis muss er Sachen aufbearbeiten und dazu kommt noch, dass viele gar nicht in ihrem Wahlkreis zurückfahren. Das machen sie dann einmal in 2 Monaten und da gehen sie natürlich, wo gehen sie hin? Zu den Konzernen vor Ort und vielleicht nochmal zur Partei. Weil das ist der zweite Fall. Neben der Zeit mit Profitlobbyisten verbringen wir ganz viel Zeit mit Parteitaktik. Und das ist fast noch mehr Zeit. Und da geht es nicht um Inhalte bei der Parteitaktik, sondern geht es darum, ich muss mich da sehen lassen, ich muss mich da sehen lassen. Und dann geht es immer darum, schaffe ich meinen Posten zu halten? Wie mache ich Karriere? Wo kriege ich welchen Posten? Und wer wird von welchem Posten abgehalten? Da geht es nicht darum, wie machen wir die Energiewende? Da geht es nicht darum, ist der Tankrabatt sinnvoll oder nicht sinnvoll? Also da wird nicht über Inhalte diskutiert, sondern da wird sozusagen über Taktiken diskutiert, wie ich Position halte oder Position erklimme. Und das ist die meiste Zeit, die weggeht. Und die Zeit, die mir noch bleibt, die muss ich sozusagen für die Sitzungen aufbringen, die ich sowieso habe. Das heißt, mich bilden, mich informieren, die Zeit habe ich gar nicht. Und die haben auch nicht mal meine Mitarbeiter, weil auch die Sachen abarbeiten müssen, die reinkommen. Man kriegt ungefähr 200 Nachrichten, Mails, Kontakte mit Profitlobbyisten pro Woche, die meisten auch sich bemühen, dann zu beantworten und mit denen zu sprechen. Ich kann nur sagen, als ich aufgehört habe, mit Profitlobbyisten zu sprechen, das war eine Riesenerleichterung. Seitdem gibt es auch wieder Leben. Und vor allen Dingen seitdem habe ich irgendwie eine Menge Zeit mir erkauft. Es fing schon an, als ich irgendwann gesagt habe, ich mache meine Termine öffentlich mit allen Lobbyisten, egal mit wem ich mich treffe. Die Interessensvertretungen, die wollten weiter mit mir reden.
Die Profitlobbyisten fast alle nicht mehr. Nur alleine, und ich habe noch nicht mal gesagt, ich mache öffentlich, was wir reden. Ich mache nur öffentlich, dass wir reden und mit wem ich rede. Das ist das Einzige, das wollten sie alle nicht. Deswegen ist das Lobbyregister, was wir jetzt eingeführt haben, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil da steht im Prinzip nichts drin. Da werden pro forma ein paar Leute angemeldet, aber welche Gespräche wirklich stattfinden und worüber, das wird es nicht geben. Das ist ein kleiner Einblick, wie die Sachen laufen. Ich will jetzt zum Schluss ganz kurz sagen, wir werden da laufen, aber dann denke ich in der Diskussion noch drauf zurückkommen. Ja, wenn das alles so schlimm ist, was machen wir denn dann noch? Ich habe immer gesagt, eigentlich, ja, ich bin nicht dafür da, irgendwie zu erzählen, dass alles rosig ist und dass es schön ist, sondern erstmal muss man sagen, was alles schlimm ist und wie es läuft und wie es wirklich funktioniert. Aber man muss auch sagen, und das spielt im Buch, aber auch im Podcast immer wieder eine große Rolle, was wir machen müssen. Und das ist eben diese Gegenmacht. Ich will nur das in Stichwortform nennen. Also erstens, keinen Versprechungen glauben, erst recht nicht aus dem Wahlkampf. Weil es werden Sachen versprochen, die niemals eingehalten werden. Und die wollen auch nicht eingehalten werden. Zur Not nennt man Ausreden, oh, jetzt haben wir einen Koalitionspartner, der das nicht will. Oder, oh, wir haben jetzt Krieg in der Ukraine, deswegen können wir das jetzt nicht so machen. Deswegen muss ich jetzt mit den Emiraten, muss ich jetzt nach Katar, egal wie die Menschenrechtsverletzungen dort sind, ich muss da jetzt einen Diener machen, um mit denen zu reden. Nein, das sind Lobbyinteressen, die da bedient werden und nicht die Not, jetzt bei Gas was anderes zu machen, weil dann hätte er das jetzt mit Wärmepumpen und in anderen Bereichen gemacht. Keine Talkshows gucken. Wer jetzt hart aber fair geguckt hat, kann ich nur sagen, das ist zum Abwinken. Da sitzt eine Professorin in Ökonomie, eine Wissenschaftlerin, und dann wird ihr Aktivismus und Ideologie vorgeworfen, selbst vom Moderator wird sie geschnitten, wird so getan, als wenn das irgendeine kleine, was weiß ich, ist, die dann sozusagen ja keine Ahnung hat und jetzt irgendwie sich ausdrückt, so nach dem Motto, ist eine Aktivistin, die brauchen wir nicht ernst zu nehmen. Die ist Professorin für Ökonomie und wird dahingestellt wie so ein kleines Mädchen von einem Moderator, der null Ahnung hat sozusagen im Energiebereich. Und der Faktencheck, der steht auch noch heute drüber, und das ist eine öffentlich-rechtliche Sendung, da steht auch noch beim Faktencheck drüber, ist es Ideologie, Kernkraftwerke als kritisch zu sehen? Und sozusagen, das wird als Ideologie gesehen. Also da kann ich nur abwinken, davon müssen wir weg. Was wir brauchen, sind erstens wieder Visionen und auch Idealismus. Ich nenne das immer Idealismus ohne Illusionen. Wir müssen diese Ideale haben. Wir müssen den idealen Staat, das ideale Land und auch die ideale Welt uns vorstellen und dahin gehen wollen. Das tut ja keiner mehr. Und man wird ja verschrien und verpönt, wenn man das tut. Das sollte man aber weiterhin tun. Wir müssen uns vernetzen, so wie wir das zum Beispiel heute eben auch tun. Mit verschiedenen Organisationen. Wir müssen die Felder nie einzeln diskutieren, niemals Soziales und Ökologisches auseinanderdividieren lassen, so wie das jetzt bei den Tankrabatten und so weiter wieder gemacht wird. Es gehört zusammen. Die Zeche, wenn das Klima kippt und immer mehr durch die Umweltkatastrophen, durch das Artensterben, zahlen als erstes die Leute, die am wenigsten Geld haben und die am wenigsten dazu beigetragen haben. Die zahlen die höchste Zeche. Deswegen immer wieder die Energiewende zu verschieben, schadet sozusagen gerade in dem sozialen Bereich. Das darf absolut nicht passieren. Und wir müssen eine Gegenmacht aufbauen, auch medial. Das, was viele Medien tun, nicht alle und bei weitem nicht alle Journalistinnen und Journalisten, aber was die Talkshows machen, die haben eigene Agenturen, die das machen, die sozusagen die Hoheit haben über bestimmte Medien, das sozusagen, die wirst du niemals vom Gegenteil überzeugen. Und die mischen damit, die werden selber eingeladen für Veranstaltungen, für Konzerne, die sie moderieren. Da verdienen sie an einem Abend mehr als viele Journalisten im ganzen Jahr. Aber sozusagen, man muss eine mediale Gegenmacht schaffen, sich da zusammenschließen, gerade über neue Medien, über andere Bereiche, um das, damit das gelingt. Ich glaube, nur so kann man Ansätze schaffen. Eine besondere Idee habe ich noch, aber die will ich dann vielleicht später vorstellen und jetzt erstmal in die andere Runde gehen. Vielen Dank.
verdienen die Bar nichts und die Gesundheitskrankenkassen müssen alle drauf zahlen. Ihr hört mich nicht? Technik! Ist da was anderes? Vorhin hast du behauptet, alle Mikros sind an. Ja. Also man kann sich auf nichts verlassen, und vor allen Dingen nicht auf Politiker, habe ich jetzt gelernt. Weißt du, was mich gerade am meisten... Also, ihr solltet trinken, das war das, was ich gerade versucht habe zu sagen. Es ist gesund zu trinken, ja? Es ist gesund für euch und euren Körper und gesund für die Kasse vom Holzmarkt, damit die das schöne Gebäude hier weiter betreiben können. Und ihr wisst ja, die Energiepreise steigen und wir haben ganz viele Lampen an heute. Und die Heizung muss angemacht werden. Die Heizung haben wir vergessen, es frieren manche, habe ich gehört. Ist euch kalt? Das ist gut so, wir frieren ja für Putin. Nee, gegen Putin, das haben wir ja auch gelernt. So, also ihr könnt die Heizung noch weiter runterdrehen, die frieren noch nicht. Marco, also mich hat gerade am meisten fast geschockt, als du erzählt hast, du hattest, weiß ich nicht, 15 Stunden in der Woche hast du mit Profitlobbyisten geredet. So, wer macht denn diese Termine? Wo kommen die denn her? Ja, meistens direkt von denen. Also ganz viele von denen haben einen Hausausweis, das heißt, die kommen direkt in den Bundestag rein. Man kriegt einen Hausausweis über die Fraktionen und die werden nicht mehr kontrolliert. Das heißt, die können überall ein- und ausgehen, dann stehen die natürlich von den Ausschusssitzungen, die stehen von deinem Büro, aber die machen auch direkt die Termine mit dir. Also die belagern dich sowieso und die sind auch so hartnäckig, bis du einen Termin mit denen machst. Das machen ja alle Normalsterblichen schon mal nicht. Interessanterweise, meine Tochter, wenn die in den Bundestag kam, auch als sie noch richtig klein war, musste durch die Absperrung, musste sozusagen ihre Sachen aufs Fließband geben und wurde durchleuchtet. Und diese ganzen Lobbyisten, auch ohne Geldkoffer, die wurden nicht durchleuchtet, die konnten einfach so reingehen, weil sie einen Hausausweis haben. Und den kriegen sie, wenn Fraktionen ihnen den geben. Das wurde lange nicht veröffentlicht und dann hat Abgeordnetenwatch geklagt und dann mussten sie irgendwann die Namen rausgeben, also oder die Unternehmen, wer diese Hausausweise kriegt, und das waren fast alles Profitlobbyisten, die diese Hausausweise hatten. Und das heißt, die kommen einfach so rein und die machen natürlich die Termine und die laden nicht ein. Und wenn du das aber nicht machst, dann ist ganz schnell die Fraktionsführung, die dich dann dazu verdonnert. Also wenn ich zum Beispiel Berichterstatter bin für erneuerbare Energien, was ich am Anfang war, dann kommen nicht nur die Firmen, die mit erneuerbaren Energien zu tun haben, dann kommen vor allen Dingen die Firmen, die nicht damit zu tun haben, sondern die natürlich Angst haben, oh Gott, was, dann können wir irgendwann unseren Atomstrom nicht mehr verkaufen. Und mit denen sprichst du dann, und zwar ständig. Dann hast du, die Frage habe ich mir für viel später aufgeschrieben, die ziehe ich jetzt mal vor, hast du dich dann auch mit Bernd Wahr oder Wolfgang Wahr von dem Verein E-Fuels for Future getroffen? Nee, das war, die kam ja erst irgendwann danach. Also aber du kennst die, sagt dir was. Es sagt mir was, ja. Aber kannst du das erklären, was das ist? Ja, also E-Fuels sind, also insgesamt muss man sagen, dass der Lobbyismus sich halt ausprägt und ausfranst und ganz neue Wege geht. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, das ist also nicht mehr in meiner Zeit, wo ich für Erneuerbare und so tätig bin, aber es ist genau der Bereich, dass man versucht, jetzt auch von der grünen Energiewende zu profitieren, weil man weiß, so ganz kommt man nicht mehr drum rum. Und jetzt verpacken wir Sachen anders, um Geld zu machen, auch wenn sie vielleicht gar nicht so umweltfreundlich sind, wie sich das darstellt. Ich kann mir vorstellen, also ich kenne das zum Beispiel gut und das haben wir auch in einem Podcast gehabt. Also nehmen wir zum Beispiel mal so ein Hybrid. Also es gibt ja diese Plug-in-Hybride und die lassen zu, dass du das einmal normal tankst, grundsätzlich, also ganz normal fahren kannst, wie ein normales Auto und zur Tankstelle fahren kannst. Du kannst aber auch hast auch einen Elektromotor. Das Schlimme ist ja, dass diese Autos viel umweltschädlicher sind als alle anderen, weil erstens tanken die Leute trotzdem hauptsächlich und wenig und du haben aber beide Motoren, also beide Möglichkeiten, das heißt, die sind viel schwerer und haben diese Batterie, die ja auch nicht mal so eben gebaut wird, sind also eigentlich umweltschädlicher und gerade die FDP und aber auch ein paar andere Parteien gehen ja dahin, dass man jetzt sozusagen alles über diese E-Fuels machen will und im Prinzip sozusagen alles dann über Elektro- und Wasserdialyse und so weiter hinbekommen will. Das ist aber nicht alles umweltfreundlich, was in dem Bereich ist. Genau, also ich habe deswegen den Verein rausgepickt, weil der, also dahinter stecken Mineralölkonzerne.
So, und das ist Fritz Waar, ist irgendein Mineralölkonzern. Also das sind die, die jetzt gerade ganz viel Geld verdienen, weil die Ölpreise, Benzinpreise so hoch sind. Aber das sind ja diese Lobbygruppen. Also ich glaube, wenn man, also ich normalerweise mich mit Lobby beschäftige, dann INSM, das kennt, glaube ich, inzwischen jeder so. Das ist diese Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Das hat sich so rumgesprochen. Man weiß auch, der Wirtschaftsrat der CDU. Also es gibt so, es gibt mal so zwei, drei Prominente. Aber, das habe ich auch extra mitgebracht, das ist ein Buch, Lobbyplanet heißt es, der Reiseführer durch den Lobbydschungel Berlin. Das ist also ein ganzes Buch, wo es nur um Lobbyvereine, also Stadtführungen, herausgegeben von Lobbycontrol, kleine Stadtspaziergänge, wo man, und die machen auch so Führungen, ich habe mal so einen mitgemacht, da schlackert man mit den Ohren. Also man geht wirklich von Verein zu Verein zu Verein und die können dann auch erzählen, wie die auf welche Gesetze Einfluss genommen haben und wie die wo verzahnt sind und keine Ahnung. Es gibt, weißt du, wie viele Lobbyverbände, Vereine es in Berlin gibt rund ums Kanzleramt? Nee, das wurde immer nur geschätzt. Es war jetzt so, dass, glaube ich, auf einen Abgeordneten mit dem Lobbyregister 30 Lobbyisten kommen. Also 6 sind es jetzt, glaube ich, von den Angemeldeten, aber man schätzt, dass es 30 sind. Und von den Vereinen, also 600-700 Abgeordnete, also mindestens, glaube ich, auch 2-3 Mal so viele Vereine, Verbände, die im Lobbybereich tätig sind. Und also wirklich feste Mitarbeiter haben. Also jetzt nicht nur ehrenamtlich das machen. Mhm. Ne? Weil, wie gesagt, das würde ich nochmal trennen. Genau, ich habe jetzt gerade ein Büro gesucht und habe gelernt, also in Mitte zahlt man für so ein Büroquadratmeter 30 Euro. Die muss man sich ja leisten können, selbst wenn man sich beschränkt, ja, also das, da kommen ja wahnsinnige Preise dann so zustande. Das heißt, allein die Miete, ja, ist schon ein Irrsinn. Das heißt, also das sind also überwiegend, vielleicht nicht nur, aber Profitlobbyisten und die haben Eintritt ins Haus und die kommen dann rein und die machen Druck und sagen, ja Bülow, wir wollen jetzt aber mal einen Termin bei Ihnen haben und wenn du, das hast du auch gerade so nebenbei so erwähnt, in deinem, hast viel gesagt, aber da habe ich so gedacht, ups, und wenn du dann sagst, nö, mache ich nicht, dann ruft dich, also ich weiß jetzt nicht, jetzt würde dich Herr Mütze nicht anrufen, wenn du noch in der SPD-Bundestagsabgeordneter wärst und würde sagen, also lieber Marco, lieber Genosse, so geht's nicht. Wirklich? Ja, wirklich. Also natürlich macht das nicht immer der Fraktionsvorsitzende selbst, sondern er schickt seinen Stellvertreter oder dann nimmt dich da aus der Landesgruppe einer sozusagen, der nimmt dich mal und sagt, oh, die und die haben jetzt schon ein paar Mal bei dir vorgesprochen, jetzt musst du mal mit denen sprechen. Also das, da wird schon erst sanft, aber dann wird der Druck auch steigen, weil ich mich dann immer mehr geweigert habe. Ich will aber auch da ein Beispiel nennen. Peter Struck war ja lange mein Fraktionsvorsitzender, kennt vielleicht noch einige. Der hat beispielsweise, das weiß ich nun, weil ich da zu der Zeit umweltpolitischer Sprecher war und ab und zu bei diesen Treffen dabei war, aber der hat einmal im Monat Gespräche geführt mit, und zwar jeweils einem, also nicht abwechselnd, sondern jeweils mit einem der höchsten Etage, der, ja, damals hatten wir 4 große Energieversorger in Deutschland, also RWE, E.ON und so weiter, einmal im Monat. Und der hat einmal in 4 Jahren, also in der ganzen Legislaturperiode, einen Abend Gespräche geführt mit allen Umweltverbänden gleichzeitig, die sich dann sozusagen alle einmal melden konnten. Nach 1,5 Stunden ist er dann gegangen und dann saß noch Uli Kelber, der war damals stellvertretender Fraktionsvorsitzender und ich als Sprecher, aber mit uns haben sie natürlich schon ab und zu mal gesprochen. Also hatte 1,5 Stunden für die Zeit und die andere Zeit mit einem Energieversorger. Und das ist ungefähr das, was so der Durchschnitt ist. Also wir haben das ja festgestellt, zum Beispiel Verkehrsminister, der letzte Verkehrsminister, ich möchte den Namen gar nicht mehr sagen, also einer, finde ich, der größten Flitzpiepen, die wir so hatten. Da wurde ja mal festgestellt, weil wir das, als Parlamentarier darf man Anfragen stellen und manchmal werden sie einem beantwortet. Der hat sich zum Beispiel, als es jetzt um den Autogipfel und so weiter ging, in der letzten Legislaturperiode halt 40 Mal mit irgendwelchen Automobilkonzernen getroffen und nur einmal mit einem Verband, der sozusagen auch mit Fahrrädern und so weiter und mit anderen Verkehrswegen zu tun hatte in der gleichen Zeit. Also dieses Missverhältnis gibt es erst recht in den Führungsetagen, aber selbst auch bei normalen Abgeordneten. Genau, aber das, was mich irritiert ist, also ich meine, du sagst ja gerade, das hat dich, was dich dagegen gesperrt. Das kann man sagen, du warst jung, als du angefangen hast, irgendwie 30, unerfahren und dann ruft der Fraktionsvorsitzende an und sagt, Marco, jetzt aber mach mal. Da ruft mich immer der Meier, also hier, oder der Fritz da sowieso an.
du hast schon dreimal gesagt, das ist aber wichtig, da sind so und so viele SPD-Wähler, trifft den nochmal. Wird ja so wahrscheinlich laufen. Ne? Aber jetzt, und bei diesem Typen, dessen Namen wir jetzt mal nicht sagen, der so bescheuert ist, ne, dieser Typ, da denke ich mal, da gibt es eine intrinsische Motivation, 40 Autokonzerne zu treffen und einen Fahrradhändler. So, ich meine, innerhalb der SPD gibt es doch eine breite Schicht von Personen. Sind die denn alle so anfällig, also sind die alle so bescheuert oder überwiegend bescheuert? Oder ist auch bei den Grünen oder CDU? Also ist mir jetzt egal. Nee, und ich habe das ja auch am Anfang nicht so, also ich habe das ja auch nicht abgelehnt, sondern ich habe das ja mitgemacht, das ganze Spiel. Mhm. Man kommt da ja rein und es ist auch egal, ob man jetzt da 30 oder 40 oder 45 ist, man kennt sich ja erstmal nicht aus. Mhm. Und dann macht man das mit. Und dann ist das normal. Und nach 2, 3 Jahren fühlt sich das so an, als wenn das so sein muss. Und die meisten hinterfragen das dann nicht. Also erstens kommen die anderen Verbände, die nicht so viel Geld haben, die es ehrenamtlich machen, die schicken eine Mail. Ne, mehr können die ja meistens nicht. Oder es läuft so ab, deswegen spreche ich von Wohlfühllobbyismus. Ich beschreibe das, also das habe ich im letzten Buch beschrieben, da war ich relativ frisch drin. Ich war Berichterstatter erneuerbare Energien. Und im Umweltausschuss, und da habe ich einen Termin, den musste ich mir schon selber besorgen, von jemandem, der von einem Umweltverband war. Der ist nach Berlin gekommen, die haben kein Büro da gehabt. Hat schon, eine halbe Stelle gehabt bei dem Umweltverband, aber nicht für Lobbyismus, sondern weil er irgendwie Campaigner war. Dann ist er nach Berlin gefahren, hat an dem Tag 10 Abgeordnete abgeklappert. Mich auch, dann ist der abends wieder nach Hause gefahren, also selbst die Übernachtung war nicht drin. Dann war der bei mir eine halbe Stunde drin, abgehetzt, und in der halben Stunde hat er mir gesagt, wie doof die SPD ist und was sie alles falsch macht. Also ich überspitze das jetzt natürlich, aber so, und danach hatte ich den von einem großen Energieversorger am gleichen Tag. Der hatte Zeit ohne Ende, den musste ich sozusagen dann irgendwann abfertigen. Der hat nicht eine Forderung gestellt, der hat mir nur Honig um den Bart geschmiert, der hatte sich über alles über mich informiert. Natürlich hat er eine Tante aus Dortmund. Der fand natürlich meinen Fußballverein, war natürlich der tollste. Später habe ich festgestellt, er war bei meinem Kollegen, mit dem ich auch befreundet war, der aus Kastrup kommt und Schalke-Fan war. Da war er dann natürlich dann der Erzfeind-Fan. Also das ist nur so eine lustige Geschichte am Rand. Der hat nicht eine Forderung gestellt. Der hat mich dann eingeladen nach diesem Gespräch zum Essen, auch da hat er keine Forderung gestellt. Dann bin ich bei einem Abend, parlamentarischen Abend gewesen, den er mitorganisiert hat. Da saß ich dann auf dem Podium abgesprochen. Auch da gab es nur eine schöne Diskussion. So, man fühlt sich natürlich in der Atmosphäre viel wohler als bei dem von dem Umweltverband, von dem ich auch danach nie wieder was gehört habe. Und natürlich bleibt da was hängen, weil die sind geschult. Die wissen, worüber sie reden, sie sind auch gut informiert. Und dann kommt der Clou. Den vierten Kontakt, den ich mit ihm hatte, war, dass er mir einen Gefallen getan hat, also außer das Essen einladen und sowas noch stattfindet, weil er hatte ein Papier bekommen, was aus dem Ministerium kam. Lustige Anekdote dabei, dieses Ministerium wurde von der SPD geführt. Ich war SPD-Abgeordneter, war der zuständige Berichterstatter. Ich hatte das Papier nicht. Also nicht das die Parlamentarier kriegen die Papiere, sondern die Lobbyisten kriegen die Papiere. Er hat mir das zugespielt, damit ich einen Wissensvorsprung in meiner Fraktion und so weiter hatte. Und dann war ich mir schon was schuldig. Und so plätschert das hin, dass irgendwann, und dann kam er natürlich irgendwann mit Fragen und dann auch nicht Forderungen, aber doch irgendwie so dem, was er hatte. Also ohne Geldkoffer hat er dafür gesorgt, dass ich schon irgendwie eine gewisse Abhängigkeit von ihm hatte. Und so läuft das Spiel eigentlich ab. Das heißt, häufig merkst du es gar nicht und dann bist du drin. Und wenn du dann natürlich in der Loge beim Fußball oder was weiß ich, beim Skilaufen oder sonst was eingeladen wirst oder zu irgendwelchen Fahrten, dann machst du dich natürlich irgendwann abhängig und dann sagst du auch nicht mehr Nein zu irgendwas. Also es ist so ein schleichender Prozess. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, du wirst so langsam eingeseift. Und du bist eingeseift, ja, genau. Und du machst das dann mit. Und dann, wenn die sagen, aber wenn das alle so machen, fühlst du da auch kein Unrecht unbedingt. Mhm. Und wie gesagt, die anderen kommen ja nicht. Ne? Und dann kommt ja immer, ja, ich höre mir doch alle an und ich bin doch für alle da und ich werde doch trotzdem entscheiden können, was richtig ist. Ich entscheide es doch nicht, weil ich da gut zum Essen eingeladen werde und da nicht zum Essen eingeladen werde. Doch,
Weil am Ende werde ich beeinflusst. Wenn ich alleine 3-4 Stunden, und wir sind alles nur Menschen in diesem Bundestag, und es ist total überheblich zu glauben, dass man nicht beeinflusst wird. Wenn ich 4 Stunden, ne, ich werde ja von allen beeinflusst, ich werde auch heute Abend beeinflusst, wenn ich 4 Stunden mit der einen Seite spreche und nur eine Mail von der anderen Seite lese, dann werde ich natürlich beeinflusst, weil die haben natürlich auch Argumente, wo auch was dran ist. Das heißt, jeder, der da Mensch ist, egal ob er sich bestechen lässt oder nicht, wird beeinflusst. Und wenn ich dann noch die Chance habe, einen Vortrag zu halten, wo ich ein paar 100 Euro noch zusätzlich verdienen kann, ja, dann wird es natürlich irgendwann kriminell. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren, so ungefähr 2007, mal zu tun mit Roland Berger. Roland Berger ist so ein, falls es jemand nicht wissen sollte, ist so ein Unternehmensberater in Deutschland, angeblich der Berater der Nation. Also ein ganz wichtiger Typ. Ist inzwischen schon ein bisschen älter und so, aber der neigt so zum Angeben. Und damals war ich ja noch jung und so. Und dann musste er natürlich besonders angeben. Und der hat mir erzählt, also 2007 hat er mir erzählt, er hätte Frank-Walter Steinmeier 3 Jahre vorher. Damals war Frank-Walter Steinmeier der Leiter des, wie heißt das, Bundeskanzleramtschef und der engste, also die rechte Hand, sagt man ja immer so, die rechte Hand von Bundeskanzler Schröder. Genau, und der leitete die Steinmeier-Kommission und er leitet, das war, hing sozusagen zusammen, er leitete die Kommission, die Hartz IV, also die Agenda 2010 entwickelte. Und Roland Berger erzählte mir also 3 Jahre später, er habe bei Käfer in München, das ist so ein Gourmet-Schuppen. Ja. Übrigens, die Bar, ne, vergesst nicht, holt euch was zu trinken. Man kann auch hören und gleichzeitig was zu trinken bestellen. Ich weiß, es ist fesselnd, was wir hier reden, aber so. Also jedenfalls hat er bei Feinkostkäfer, sondern Feinkostkäfer gibt es auch, aber es gibt das Restaurant Käfer auch, also die hängen zusammen. Da hätte er mit Steinmeier, ich weiß es noch wie heute, sagte er damals, und ich weiß es wie heute, weil er es mir so erzählte und ich mit offenem Mund vor ihm saß. Er habe Steinmeier persönlich die Agenda 2010 diktiert. Und so sei es auch gekommen. Also, keine Ahnung, ob es Angeberei war und so weiter, aber ist es vorstellbar, dass ein Unternehmensberater einem hochrangigen Politiker Gesetze diktiert? Ja, ja, das ist schon vorstellbar. Also in dem Fall glaube ich das so nicht. Ich glaube, dass der dem natürlich schon ein paar Sachen gesagt hat, die vielleicht dann in der Agenda 2010 insgesamt irgendwie auch aufgetaucht sind. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber wenn wir uns jetzt Gesetze, andere Gesetze angucken, dann ist es wirklich so. Also erstens, wir haben Ministerien, übrigens ein Teil, warum im Verteidigungsministerium so viel Geld verloren geht, ist, weil da ganz viele Beraterverträge abgeschlossen werden. Also ganz hohe Beraterverträge. Und Beraterverträge heißt nicht, dass die jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ins Haus holen, sondern das sind meistens Lobbyisten, die dann auch noch bezahlt werden dafür, dass sie die Regierung beraten. Das ist dann so ein Trick. Und wir haben schon häufiger erlebt, bis zu Peinlichkeiten, das war mal von der Tabakindustrie, dass die Gesetze, die sie vordiktiert haben, sogar die Rechtschreibfehler von deren Vorlagen in dem Gesetzespaket dann noch übertragen worden sind. Also es ist leider so, dass auch Unternehmen, Konzerne, Lobbyisten wirklich bis hin Details von Gesetzen vorgeben, die übernommen werden. Das gibt es schon. Bei solchen Machwerken, die ja nicht nur eingesetzt sind, sondern wo ja eine ganze, wird das natürlich nicht so sein, aber Passagen und bestimmte Teile auf jeden Fall. Ja, ob die dann irgendwie bei einem Gespräch zustande kommen, glaube ich auch nicht. Aber diese Verbindung gibt es. Zumindest gibt es diese Verbindung auch immer, wenn, das ist ja das Hauptsächliche sogar, ist noch nicht mal, dass sie Gesetze schreiben, sondern dass sie Gesetze verwässern. Es gibt nicht so selten gute Gesetze, die wirklich was verändern sollen, ob jetzt Lieferkettengesetz und so weiter. Aber dann, wenn sie sozusagen in dieses Verfahren kommen, dann werden sie meistens verwässert. Und sie werden meistens verwässert, weil Lobbyisten bestimmte Passagen streichen. Manchmal sind es nur Wörter, aber alleine die sind so ausschlaggebend dafür, dass am Ende das Gesetz nicht das erfüllt, was es eigentlich soll, weil da irgendwo nachts manchmal noch eine kleine Passage, ein Wort geändert wird. Deswegen muss man, wenn man verhandelt, höllisch aufpassen, dass man sozusagen hinterher den Text sich nochmal genau durchguckt, auch Leute, die das kennen, sich das nochmal durchschauen, weil da gibt es so viele Tricks und da schaffen wirklich einzelne Halbsätze oder sogar Wörter eine komplette Veränderung.
Okay, ich glaube, ich habe jetzt schlechte Laune. Ich hätte gerne was zu trinken, während jetzt Helena auf die Bühne kommt. Das wäre total schön. Gibt es den Barkeeper da irgendwie hinten? Kann mir jemand... Du willst bestimmt auch einen Schluck Wasser, oder? Kann jemand irgendwie für uns mal so dreimal Wasser organisieren? Das wäre super. Super. Also übrigens, die Toiletten sind eine Etage tiefer. Also ihr dürft jederzeit rausgehen. Wir machen keine Pause, weil dann stehen ja alle nur im Stau. Und Stau wollten wir nicht. Das funktioniert auch nicht. Das Mikro? Dies funktioniert auch nicht. Dies funktioniert auch nicht. Also ich muss dir die Frage erstmal stellen. Helena Steinhaus. Also ich hatte mir irgendwo aufgeschrieben, Gründerin von Sanktionsfrau 2015. Dann gibt es verschiedene Stationen. Dann gibt es so was ganz Tolles wie, du hast ganz viele Heartbreaker um dich versammelt. Das finde ich ganz schön. Und dann habe ich eine Headline gefunden, Helena Steinhaus schenkt Hartz-IV-Familien Geld. Wow. Also, du bist die Weihnachtsfrau und du verschenkst Geld. Also, eigentlich krass. Also, wobei, du brauchst gar kein Geld zu verschenken. Der Marco will nur eine Information und dann, also so ein Abgeordneter. Vielleicht erzählst du uns erstmal, was sanktionsfrei ist. Ja, sanktionsfrei setzt sich für eine bedingungslose Grundsicherung ein und das tun wir praktisch, indem wir Hartz-IV-Sanktionen finanziell ausgleichen und auch andere Leistungskürzungen oder finanzielle Engpässe. Und andererseits machen wir das auf Kampagnenebene, das heißt, wir machen ganz viel Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Arbeitslosigkeit, Armut, Erwerbslosigkeit und das ganze Stigma drumherum. Letztendlich ist es Lobbyarbeit für Arme, sage ich mal. Und ja, ich habe in den letzten Jahren immer wieder gedacht, dass es verdammt schwierig ist und mich immer gefragt, warum das so ist. Und als ich deinen Podcast entdeckt habe, habe ich mich auf einmal nicht mehr ganz so alleine gefühlt. Ich habe auf einmal verstanden, dass es vielleicht nicht an mir liegt, dass es so schwierig ist. Ich glaube, wir müssen hin und her tauschen. Das hört ihr mich? Ja, super. Jetzt, wo du das gerade gehört hast, du hast jetzt gerade gelernt, du brauchst gar keinen Geldkoffer, das meinte ich jetzt ganz ernst. Du brauchst vor allen Dingen, du musst die Leute nerven da. Bist du jetzt motiviert, als Lobbyistin der Armen permanent in irgendwelchen, also genau, wie kommt man dann so, also möchtest du so einen Ausweis haben? Wie kommt man da dran? Ich muss dir das Mikro nochmal geben. Ja, wenn die Fraktion in den Fraktionen entscheidet, oder ich glaube, es reicht sogar eine bestimmte Zahl von Abgeordneten, dann würdest du auch so einen Hausausweis kriegen. Aber das ist mein Ansatz dieser Gegenmacht, dass ich glaube, dass es eben, wenn man kein Geld hat und nicht so ein schickes Büro und so weiter und so viele Mitarbeiter hat, dass man es trotzdem schaffen kann, aber es ist natürlich viel schwerer ist, aber man kann es schaffen, vor allen Dingen vor Ort, in den Wahlkreisen, die Abgeordneten zu nerven, weil dann müssen sie im Wahlkreis schon zuhören. Und wenn es zum Beispiel, ich nehme jetzt mal die Klimabewegung, die ja fast überall Ortsgruppen hat, dann sozusagen es gelingt, dort vor Ort viel Rabatz zu machen und ständig zu belagern, dann glaube ich schon, dass sie auch was erreichen können. Die meisten gehen nur leider immer auf Petitionen oder auf Demonstrationen, die in Berlin leider halt fast keiner mitkriegt, der Abgeordnete. Es gibt fast immer eine Demo, es gibt auch fast immer eine Petition und die Abgeordnete interessiert das nicht mehr. Was zu Hause passiert im Wahlkreis, aber schon noch. Und da müssen sie im Prinzip auch, auch über die Parteien. Das ist die Chance, glaube ich, wo man schon noch ein Einfallstor hat. Das ist schwerer, aber mit mehr Power und weniger Geld, aber mehr Power würde das schon gehen. Das würde natürlich eine einzelne Gruppe wie sanktionsfrei immer total überfordern, das ist mir schon klar. Deswegen muss diese Vernetzung stattfinden und müssen eben sowas wie Ortsgruppen aufgebaut werden in diesen Vernetzungen, damit das irgendwie eine Chance hat. Was macht das mit dir? Hallo? Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber da wird mir ganz langweilig. Also, das ist für mich, also deswegen mache ich total gerne Kampagnenarbeit und so ein bisschen eine andere Art von Druckerzeugung, sage ich mal. Weil ich mir nicht vorstellen, also ich, ja, das ist gar nicht so unser Stil. Du wohnst irgendwo in Brandenburg, das funktioniert jetzt, das Mikro, ich bin ganz unsicher hier, ja, danke schön.
Also, du wohnst ja irgendwo in Brandenburg, du kommst aus Bochum gebürtig. Kennst du in Bochum irgendeinen, den Bundestagsabgeordneten, der da bei welcher Partei auch immer angehört und da sitzt? Hast du schon mal geguckt? Nee, aber ich bin auch schon ganz lange nicht mehr Bochumerin. Oder jetzt dann in Brandenburg, da gibt es ja auch irgendeinen Bundestagsabgeordneten in deinem... Ja, wenn ich ganz tief graben würde in meinem Kopf, würde ich den finden. Würdest du den finden, aber du hast noch nicht bei dem mal angeklopft und ihm freundlich Honig um den Bart geschmiert und ein Stück Seife dabei gehabt. Für unser Thema nicht, nee, ich habe schon mal im August wegen afghanischen Flüchtlingen, geflüchteten einen Brief geschrieben. Aber da hast du wahrscheinlich das so falsch gemacht, wie das nee, was nee, ich habe an unserem das nee, gemeckert, dass sie alles falsch machen und nee, nee, ich habe gesagt, was sie machen sollen, das habe ich schon gemacht, aber es hat nichts gebracht. Ich hatte auch schon mal einen Termin mit Hubertus Heil und mit verschiedenen Menschen, aber es hat... Hubertus Heil ist unser aktueller Arbeitsminister, ja. Nur für die, die es nicht wissen. So, also du hattest einen Termin ich mit Hubertus Ich saß auch schon Heil. Mal mit ihm auf dem Podium, aber es hat alles nichts gebracht. Aber du hattest einen Termin ich hatte einen alleine Termin. Mit Hubertus Heil? Ja, aber den hat er dann vorher abgesagt. Und danach habe ich nie wieder einen bekommen, dann kam Corona, es wurde alles schwierig. Wie hast du den bekommen? Wir haben uns persönlich getroffen und dann habe ich gesagt, Herr Heil, ich würde eigentlich gern mal länger mit Ihnen reden. Und er hat gesagt, Frau Steinhaus, total gerne. Und okay. Ich weiß, ich hatte das Gefühl aber, dass er einfach so jemand ist, der total gerne gemocht wird. Und dass er das deswegen auch in dem Moment gesagt hat. Ich glaube, er hatte auch nicht wirklich was gegen mich. Aber natürlich wollte er nicht mit mir über sanktionsfrei reden. Also wollte er nicht. Aber du hast ihn ja gar nicht getroffen, insofern weißt du nicht. Also genau, wir haben uns da persönlich getroffen, waren dann auf dem Podium, hatten unterschiedliche Meinungen. Dann haben wir den Termin ausgemacht. Und dann kam Corona und dann hat er ganz viele andere Sachen zu tun gehabt. Also die wenig mit meinem Thema zu tun hatten. Und leider hat er danach auch nie wieder auf mich reagiert. Nicht persönlich. Ja. Aber war das der Fehler, dass ihr anderer Meinung war als er? Nee, so meinte ich das auch gar nicht. Ich glaube, dass schon wichtig ist, die Forderung zu stellen und nicht, ne, also schon auch die andere Meinung zu sagen, aber wirklich zu nerven. Und das wird zu wenig getan. Wir werden immer mehr ja in Ruhe gelassen. Also das ist ja das Traumhafte als Abgeordneter. Das ist leider auch so, dass meine Kolleginnen und Kollegen, auch dass die Leute nicht mehr wählen gehen, ist doch super. Da gehen vor allen Dingen die nicht wählen, die vielleicht noch am ehesten Veränderungen haben wollen. Die gehen alle nicht mehr wählen. Und wenn die auch noch einen in Ruhe lassen, ist das super. Man hat eigentlich dann nur noch mit Lobbyisten, also mit Profitlobbyisten zu tun und nicht die das irgendwie anders haben wollen. Und deswegen glaube ich nicht Honig um Bart schmieren, sondern ich glaube wirklich Forderungen stellen und nerven. Ich glaube, dass das noch funktionieren kann. Ich verstehe, dass man das nicht unbedingt will. Ich glaube, man braucht alles. Man braucht die Kampagnen natürlich. Man braucht Organisationen wie sanktionsfrei. Das braucht man alles. Man braucht auch die Demos und man braucht auch die Petitionen. Aber man muss eben noch ein paar andere, man muss selber auch Lobbyisten ausbilden. Man muss selber Lobbyisten ausbilden. Die müssen auch nicht nur freundlich sein, ganz sicher nicht. Damit es sozusagen sich verändert. Nur zusammen kann das klappen. Dass da nicht jeder Bock drauf hat, ist klar. Ich finde es aber jetzt schon großartig, deswegen stelle ich ja den Lobbytariern, den Demokratorinnen entgegen, also wie zum Beispiel sanktionsfrei. Aber die müssen sich mehr noch zusammenschließen und die müssen zusammen sowas wie ein Lobbyistennetzwerk aufbauen, damit man sozusagen gegen die Profitlobbyisten eine Chance hat. Also wenn wir mal auf das... Ich würde kurz was sagen. Ich glaube, diese Langeweile, von der ich spreche, die stellt sich vor allem deswegen ein, weil so meine Erfahrung, mein langjähriges Gefühl ist, es bringt eh nichts. Ja? Und deswegen haben wir auch von Anfang an immer gesagt, wir gehen so nach diesem Prinzip einfach machen, egal was die Politik macht. Wir setzen dem einfach was entgegen. Wir machen so unser Happy Land oder so. Genau, ich sehe es genauso wie du, dass man sich da eigentlich organisieren muss und eben die guten Lobbytarier nach vorne schicken muss. Und bisher habe ich mich einfach nicht dazu in der Lage gefühlt und auch gar nicht die Kapazitäten gehabt. Genau, also was sanktionsfrei ja macht, ist ja Hartz-IV-Sanktionen ausgleichen aus dem Solidartopf. Also wenn Leute sich an euch wenden, also Hartz-IV beziehen, sanktioniert werden, dann können sie sich an sanktionsfrei wenden und kriegen dann aus dem Solidartopf das Geld. Was genau war nochmal Heartbreaker? Kannst du das vielleicht kurz erklären? Na, der Verein finanziert sich über Spenden und unsere DauerspenderInnen sind die Heartbreaker. Und so einfach ist es schon erklärt. Also jeder, der hier auch Heartbreaker werden möchte, ist natürlich herzlich willkommen. Wir sind schon fast 1000. Wäre meine nächste Frage gewesen, es sind fast 1000. Ja. So, die kommen ja wahrscheinlich aus ganz Deutschland. Ja, ja. Mhm. Wäre das jetzt ein Netzwerk, wo
wo du sagst, ha, aktivier die doch, die sollen nicht nur Geld geben, sondern die sollen jetzt bei den Bundestagsabgeordneten, klopf, klopf, guten Tag, ich habe hier eine Packung Seife, eine Packung Honig und noch 5 Forderungen. So? Ja, ja, das hört sich jetzt vielleicht, genau, das hört sich jetzt vielleicht lustig an, aber genau das, ne? Also die sollen, ich meine, was ja Sanktionsfrei auch noch macht, ist aufklären, Diskussionen anregen und Sachen in den Vordergrund stellen. Und genau das muss ja getan werden. So hat man ja mal das Gefühl, also nur um mal das Beispiel zu nehmen, wir Abgeordneten haben immer unsere Regeln selbst gemacht. Selbst die, die jetzt korrupt waren, sind am Ende nicht verurteilt worden, weil das Gericht dann sogar gesagt hat, naja, wir machen nicht die Regeln, sondern der Bundestag macht das selbst. Und wenn ein Abgeordneter für Geld bestimmte Entscheidungen trifft, dann können wir das nicht untersagen. Das heißt, die bei den Masken, die jetzt aufgefordert sind, sind jetzt noch nicht mal verurteilt worden. Das muss man sich mal vorstellen. Auf der anderen Seite werden aber Hartz-IV-Empfänger sanktioniert wegen jedem Scheiß und vor allen Dingen Sachen, die sie zum Teil noch nicht mal gemacht haben. Und das zum Beispiel deutlich zu machen, gerade vor Ort bei dem Abgeordneten und Beispiele zu nennen, ist, glaube ich, ganz wichtig, weil häufig wissen das die Abgeordneten auch gar nicht. Ne? Und die gucken leider auch nicht das, was Sanktionsfrei und so weiter schreibt. Und dann muss man wissen, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den habe ich gerade nicht benannt, der Bundestag ist zusammengesetzt, sehr homogen, auch wenn es unterschiedliche Parteien sind. Das sind fast alles Menschen aus Akademikerhaushalten. Und zwar, auch da gibt es ja ein paar Ärmere, aber eher aus gut situierten Akademikerhaushalten. Als ich in den Bundestag kam, war das schon so, aber waren wenigstens noch die Eltern und was auch immer, gerade in der SPD vielleicht aus einem anderen Bereich. Heute sind auch die Eltern aus diesem Haushalt. Das heißt, die kennen überhaupt gar keine soziale Not. Sie kennen sozusagen immer nur Wohlbefinden. Und das in allen Fraktionen. Das heißt, mit bestimmten Sachen setzen sich gar nicht auseinander. Die wissen auch nicht, wie eine Pflegekraft arbeitet und wie das ist, wenn sie nicht selber mal im Krankenhaus waren. Auch da kriegt man ja nur einen wenigen Eindruck. Das heißt, die haben sozusagen auch gar nicht die Empathie, das zu verstehen. Und hier haben sie dann immer nur mit Journalisten und mit Lobbyisten zu tun, die aus gleichen Verhältnissen stammen. Es sind 90% im neuen Bundestag Akademiker, 10% andere. Also wenn, wir sprechen immer davon, dass es zu wenig Frauen gibt im Bundestag, ja, stimmt. Wir sprechen davon, dass es zu wenig mit Migrationshintergrund, ja, stimmt. Aber der größte Anteil, den es nicht gibt, sind Menschen, die keinen akademischen Abschluss haben und die kein Abitur haben, die in ganz normalen Berufen arbeiten mit einer Ausbildung. Das ist eigentlich die unterrepräsentierteste Gruppe. Und das heißt, diese Lobby wird am wenigsten vertreten. Also es ist die schlecht vertretenste Gruppe, weil auch da natürlich die Seilschaften von früher auch gar nicht mehr da sind. Wenn da wenigstens Seilschaften wären, man muss sich mal vorstellen, der Sprecher des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, wo man ja denken würde, naja, aber das ist jetzt ein Lobbyist, der müsste bei der SPD ein- und ausgehen, den kennt man die meisten meiner Kollegen nicht. Als ich den mal eingeladen habe, ist immer noch der gleiche. Heute, da sagte er, Sie sind der zweite Sozialdemokrat im Bundestag, der mit mir ein Gespräch führt. Und das ist der Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Krass. Also aller, sozusagen der Zusammenschluss aller Wohlfahrtsverbände. Und das ist ja klar, dass dann Organisationen wie Sanktionsfrei und so weiter gar keinen Zugang haben. Das ist die Realität. Also ich habe ja dein Buch an einem Tag durchgelesen. Also ich habe es verschlungen. Also ich fand es wahnsinnig beeindruckend und hatte krass schlechte Laune. Tut mir leid. Und als ich es jetzt in Vorbereitung quasi nochmal gelesen habe, habe ich gedacht, ich verstehe es gar nicht, da stehen auch ganz viele optimistische Sachen drin. So, also es ist nicht nur so, dass man denkt, oh Gott, es ist alles kaputt. Also mein Gott. Ja? So, und da stehen dann solche Sätze wie, eine Demokratie, die lebt, sich entwickelt und stetig erneuert, ist davon abhängig. Ich meine, gut, das ist jetzt, ja, dass das von der Bevölkerung, von der Zivilgesellschaft selbst vorangebracht wird. Da habe ich gesagt, ja, hey, genau, das bin ich. Ich bin Zivilgesellschaft. So, und deswegen, und hier, und Helena, sanktionsfrei ist Zivilgesellschaft. Und ich weiß, dass hier Leute dabei sind, die sich an vielen Stellen engagieren für dies und das. Aber natürlich wollen, am Ende braucht es Politik. So, jetzt gibt es sowas wie sanktionsfrei und große Kampagnen, Happy Hearts, Schlagzeilen und so weiter, tolle
Rücksprache. Helena ist irgendwie, heute war wieder Frankfurter Rundschau, also ist jetzt regelmäßig in irgendwie den Medien und prangert an und sagt, und was könnte man machen? Es gibt Grundeinkommen, da sitzt Michael Buhmeier von meinem Grundeinkommen, die sagen, hier, wir müssen noch unser Sozialsystem hinterfragen. Und jetzt haben wir eine neue Ampelregierung und die sagen, ja, wir machen alles anders. Hartz IV muss weg, es wird reformiert, es kommt ein Bürgergeld, toller neuer Name und man begegnet sich auf Augenhöhe. Und ja, die Sanktionen, da gibt es ein Moratorium. Da machen wir jetzt, also mit Regierungsantritt, ein Jahr bis zum Jahresende, keine Sanktionen mehr. Nur 70% der Sanktionen werden beibehalten. Und ein halbes Jahr schon um, ne? Ja. Genau, so. Also, aber man nennt es immer noch Moratorium. Genau. Und wann geht's los mit dem Moratorium? Im Juli. Ja. Moratorium heißt, Dinger werden ausgesetzt. Wir hatten aber 70% der Sanktionen werden beibehalten. Also es werden 30% der Sanktionen, die normalerweise verhängt werden, nach wie vor, also nicht mehr verhängt. Erklärst du mal, also ich glaube, dass nicht alle hier Hartz-IV-Erfahrung haben. Erklär mal, was eine Sanktion also ist. Also es geht darum, dass die Hartz-IV-Sanktionen extrem strittig sind, ja, weil sie das Existenzminimum antasten. Und das Existenzminimum ist sowieso schon viel zu wenig. Und jetzt hat die Ampel sozusagen ganz groß geredet, dass sie ein Sanktionsmoratorium ab dem 01.01.2022 einführen werden. Und ab dem 01.01.2023 gibt es dann neue Sanktionsregelungen. Und genau, es ist leider nichts passiert. Nach irgendwie einem Monat habe ich gefragt, was denn ist mit dem Sanktionsmoratorium, woraufhin sich auch ein Abgeordneter bei mir gemeldet hat und gesagt hat, ja, ist ganz schwierig, oh, wir müssen irgendwie jetzt noch irgendeinen Vorschlag vorbereiten und dann müssen wir mal gucken, auch wie man das jetzt rechtlich umsetzen kann, alles gar nicht so einfach. Und Ende der Geschichte ist, dass es jetzt ein Sanktionsmoratorium geben soll. Moratorium heißt Aufschub eigentlich, oder Aussetzen. Und dieses Moratorium, das soll ab dem 1. Juli, also ein halbes Jahr später, anfangen. Und das soll auch nur ein Minimum der Sanktionen betreffen, die es überhaupt gibt. Das heißt, die meisten Sanktionen werden nach wie vor verhängt, das Jahr über. Und ja, das ist das Ende der Geschichte. Also damit zeigt die Ampel eben, dass sie alles, was Hartz IV und das Bürgergeld betrifft, was sowieso von vornherein meine Kritik ist, dass es einfach ein neuer Name für dasselbe ist. Und damit fangen sie an. Mit dem, wir nennen es immer noch Moratorium, ist was völlig anderes. Und eigentlich trauen wir uns einfach nicht, an diese Sachen ranzugehen und müssen irgendwie, weiß ich auch nicht, was sie machen müssen, Gesicht wahren vor wem? Genau, das wäre die Frage jetzt an dich. Also warum tricksen die da so? Warum sagen die nicht einfach, nee, wir finden das sind alles faule Leute, die wählen uns sowieso nicht. Und wenn die noch nicht mal so einen Termin im Jobcenter wahrnehmen, zack, 30% weg, Minimum. So. Und wenn die dreimal nicht kommen, dann kriegen die 3 Monate gar nichts mehr. Das haben die sich verdient. So, boff, es gibt auch Mitwirkungspflichten. So. Also warum stehen die nicht dazu, sondern also dieses Rumlavieren und dann neuer Name und dann gibt es ein Moratorium, es klingt alles toll und diese Texte im Koalitionsvertrag, ein Traum, das ist sozusagen Sozialpädagogen-Lyrik, die man da kriegt, ja. Wieso läuft das so? Erklär das mal, ich verstehe es nicht, ich würde es gern verstehen. Ja, das ist so ein Punkt, der auch für mich immer weiterhin schwierig ist. Also es ist, deswegen sprach ich am Anfang von dieser Symbolik. Also Politik ist viel Symbolik geworden, weil man versucht zu suggerieren, dass es noch große Unterschiede gibt zwischen den Parteien. Also von der FDP wird es welche geben, die würden das schon so sagen. Vielleicht nicht bei jeder Diskussion, aber da wird es schon auch klarer angesprochen. Aber man wird natürlich von der SPD und auch von den Grünen keinen finden, der das so sagt, auch wenn sie es vielleicht so denken. Also es wird viel Symbolik gebracht. Eine These von mir ist, dass die Spitzen der Parteien und auch die im Bundestag sitzen, zumindest nach einer gewissen Zeit, alle sehr dicht beieinander sind, die Parteien. Die AfD und die Linken jetzt noch mal so ein bisschen außen vor, aber es gibt für mich, deswegen nenne ich das immer extreme Mitte. Es gibt so eine extreme Mitte, die sind eigentlich sich in ganz, ganz vielen Dingen einig, sprechen aber ganz anders darüber, weil sie natürlich eine ganz andere Anhängerschaft oder Menschen haben, die sie vielleicht wählen oder immer noch bewundern. Selbst Parteibasis ist immer noch ein bisschen anders. Und deswegen wird viel Symbolik gebraucht. Also ich habe das am Anfang angesprochen, ich hatte wirklich teilweise, gibt es gute Parteitagsbeschlüsse in der SPD. Es gab selbst gute Vorstöße in der SPD, bestimmte Sachen umzusetzen. Aber je weiter man an der Macht war und je
sozusagen, je dünner die Luft wurde, waren das nicht die Sachzwänge, die einem davon abgehalten haben, das umzusetzen und auch nicht der Koalitionspartner, sondern am Ende waren es die Leute selbst, die an diesen Positionen waren, die das gar nicht wollten. Um das plastisch mal zu machen, in der SPD war die Energiefrage immer umstritten. Also es gab solche und solche Leute in der SPD. Es gab ja auch viele Umweltbewusste, ne? Hermann Scheer, Ulrich von Weizsäcker. Gerade als ich in die Fraktion kam, waren wir voll von Leuten, die ein hohes Umweltbewusstsein hatten. Mehr sogar, also da kam sogar mehr als teilweise von den Grünen. Und wir waren in der rot-grünen Regierung, also man hätte ja alle Möglichkeiten gehabt. Das Problem ist aber sozusagen, dass man die Leute auch lange machen lassen hat in der SPD, aber bestimmt haben dann andere. Und die haben das sozusagen nicht gehabt. Aber man hat natürlich mit einer Symbolik versucht zu suggerieren, dass man eigentlich sozusagen da auch auf dem Boot ist. Und deswegen, Parteitagsbeschlüsse haben eigentlich keinen Wert. Wahlkampfprogramme haben keinen Wert. Alles, was da appelliert wird, das führt dann vielleicht zur Stimme. Und ich weiß ja noch, was für Kampagnen gefahren worden ist. Wenn jetzt nicht die Grünen oder die SPD gewählt worden sind, also erstens natürlich Laschet verhindern, dann wird jetzt nie wieder werden wir eine Chance haben, den Klimawandel noch einzudämmen. Das ist die letzte Chance. Und alle Kleinstparteien wurden beschimpft und madig gemacht. Und das ist genau die Krux, zu suggerieren, man würde das noch so wollen, aber viele von denen, die da sind, wollen das eigentlich gar nicht mehr. Und das ist ein großes Problem. Das heißt, Basis, Partei und Anhängerschaft und die das sozusagen am Ende delegieren, da ist ein großer Unterschied. Und bei den Parteien innerhalb im Bundestag gibt es diese Unterschiede kaum noch. Es gab so einen Film über ARD-Film, haben ganz viele geguckt, egal, also da wurde so Kevin Kühnert begleitet. Und dann gab es diese legendäre Juso- oder SPD-Parteitag, wo die Jusos gesagt haben, Sanktionen müssen weg, Hartz-IV-Sanktionen müssen weg. Und dann war so eine kleine Szene, wo dann Hubertus Heil dazu kam und gesagt hat, ja, das Wort Sanktionen. Und dann arbeiten die an diesem Text, der dann sozusagen dann als Parteitagsbeschluss vorgelegt wurde. Und dann sagt Hubertus Heil, ja, aber okay, Sanktionen weg, aber es gibt noch Mitwirkungspflichten. Und dann wird halt dieses Wort Mitwirkungspflichten da reingeschrieben und dann sagen die, ja, aber keine Sanktionen. Genau. Das sind die Wörter, die ich gerade meinte. Das wäre jetzt so ein Wort, wo da was gekleistert wird. Dann waren die Jusos zufrieden. Dann sagt Kevin Kühnert irgendwie, hey, komm, das ist ein guter Kompromiss, wir haben die Sanktionen raus. Und genau, und dann geht das einstimmig als Parteitagsbeschluss durch. Und jetzt ist vergessen, dass man von Mitwirkungspflichten redet. Jetzt gibt es da irgendwie 70% Sanktionen. Man nennt es dann aber Bürger. Wir nennen es einfach alles mal anders. Das sind ja gar keine Sanktionen mehr. Weiß nicht, da wird man vielleicht auch noch, da suchen sie wahrscheinlich jetzt in irgendwelchen Texterschmieden nach neuen Worten für Mitwirkungspflichten, Verletzung von Mitwirkungspflichten. So. Und das ist dann eigentlich nur so Frieden für, aber weil sie es eigentlich nicht wollen. Also ist das so, am Ende wollen sie es einfach nicht. Also einige wollen das nicht und viele lassen sich dann einkaufen und sagen dann, na ja gut, das war ein Kompromiss. Hilde Mattheis, auch mal lange Abgeordnete im Bereich Gesundheit zuständig für die SPD, hat lange die Parteilinke geführt, die hat immer davon gesprochen, wir machen den Kompromiss vom Kompromiss vom Kompromiss. Und zwar schon bevor wir wirklich mit dem Koalitionspartner oder so reden. Und das stimmt. In der SPD ist das immer so abgelaufen. Wenn du schon, also zum Beispiel als Juso mit irgendeiner Forderung reingegangen bist, dann hast du die schon abgeschwächt vorher, weil du wusstest, oh, das setzt sich nicht durch. Dann hat natürlich die Partei, wenn das überhaupt mal diskutiert worden ist, es mindestens nochmal abgeschwächt. Und dann kam es in die Fraktion und selbst wenn die Fraktion es aufgerufen hat, was wir häufig nicht gemacht haben, was die Partei beschlossen hat, hat uns in der Fraktion nicht interessiert. Aber wenn es mal diskutiert worden ist, wurde es nochmal abgeschwächt. Das heißt, bevor man überhaupt mit der Union geredet hat, war es eigentlich schon weg. Aber jeder hat sozusagen, weil er irgendwie meinte, er wäre beteiligt gewesen, hat das dann geschluckt. Wenn man jetzt heute mal, ich würde das jetzt mal so in den Raum stellen, Kevin Kühnert, Ex-Juso-Vorsitzende, Bundesvorsitzende, seine Nachfolgerin ist übrigens auch im Bundestag, die jetzige Juso-Bundesvorsitzende. Die Juso-Vorsitzende von Berlin, Annika Klose, die damals eine unglaublich gute Rede auf dem Parteitag gehalten hat, um die Große Koalition, ist auch im Bundestag. Die kommt zu mir ins Büro am Montag. Die hat sich proaktiv bei mir angemeldet. Die kommt zu dir gut? Und nicht du zu ihr. Das ist schon mal sehr gut, aber dann frag sie mal zu den Sanktionen. Ja, weil ich würde sagen, alle drei finden
Na, würden natürlich sagen, ja, Moderatorin ist super. Würden aber auch genau jetzt so sagen, ja, aber war jetzt schwierig. Und ja, natürlich müssen wir da gucken. Also alle drei würden das, die Politik da rechtfertigen und würden, gerade was das Bürgergeld angeht, das nicht nur für eine Namensänderung halten, sondern würden sagen, nee, wir sind da auf dem richtigen Weg. Ja, das sagen sogar auch die Grünen. Ja, ja, das ist verrückt. Ich würde dich gerne fragen, Marco, wenn du jetzt so als kleiner Verein sanktionsfrei auf einmal ein bestimmtes Budget zur Verfügung gestellt kriegen würdest, was würdest du damit in den nächsten 2 Jahren schlauerweise anstellen, damit das Einfluss auf die Politik hat? Ich mache mal eine Zahl rein, damit man so ein Gefühl hat für eine Größenordnung. Also damit, es geht jetzt nicht um 20 Euro, aber auch nicht 20 Millionen, sondern sowas. Na, ja. Oh, da wüsste ich viel. Ich habe auch an 100 gedacht, aber ich hätte jetzt mal 100.000 gesagt. Ja? Aber also man hat jetzt mal so 2 Jahre lang oder 3 Jahre lang jedes Jahr 100.000 Euro. Das ist ja für so eine kleine Organisation, wow, ja, krass viel Geld. Was kann man damit, also jetzt natürlich ist mir klar, das ist wahrscheinlich was so ein Omnibusverband oder so, keine Ahnung, in der Woche hat oder so. Wenn ich meine Scheu überwinden würde und sagen würde, ich gehe stärker in die Lobbyarbeit. Genau, was soll Helena tun? Was kann so ein kleiner Verein, egal, es muss ja nicht nur sanktionsfrei tun, was kannst du tun mit 100.000 Euro? Ja, also 100 Millionen wären besser, ja. Aber nehmen wir jetzt mal, ja, ich würde wirklich so eine Art wirklich Lobbyverband aufbauen. Ich würde aber versuchen, den zu koppeln, weil es ja doch um eine gute Sache geht und weil 100.000 dann doch wenig sind, muss man leider sagen. Also erstmal musst du sehen, dass die ganzen Lobbyverbände mit viel Geld das von der Steuer absetzen. Also das heißt, erstmal brauchst du wahrscheinlich einen guten Steuerberater mit dem Geld, um das gut anzusetzen. Also du brauchst gute Leute, die du fest anstellst. Am besten welche, die vor allen Dingen was von Öffentlichkeitsarbeit verstehen, von Medien verstehen, um diese Möglichkeiten zu nutzen. Aber auch Steuerberater, Anwalt und so weiter wäre wichtig. Und dann würde ich halt so eine Organisation aufbauen, die trotzdem ehrenamtliche Kräfte vor Ort hat und die man schult. Also auch interessant, es gibt Bundestagsabgeordnete, das gibt es leider wirklich, die kriegen Geld dafür, dass sie in Lobbyverbände reingehen und denen erzählen, wie sie am besten Lobbyarbeit machen. Und das würde ich sehr empfehlen. Also Leute, die sich damit auskennen, zu holen, aber die das dann möglichst nicht mit viel Geld machen, also die das vielleicht auch so machen, dann zu erzählen, wie man das macht und davon Dinge übernehmen und das dann vor Ort ausprobieren. Und man muss das auch nicht in jedem Wahlkreis machen, es gibt ja Schlüsselwahlkreise und Schlüsselabgeordnete. Ne? Also auch das würde ich nehmen und ich würde es noch stärker bei Ministerien machen, weil eigentlich lohnt sich der Bundestag schon nicht mehr, weil der Bundestag nickt ab. Und deswegen sind am wichtigsten Minister und Ministerinnen und Schlüssel sind Staatssekretäre und Sekretärinnen. Über die wird nicht berichtet und das ist übrigens die meisten, die heute das werden, werden danach Lobbyist. Also wer heute, früher ist man Staatssekretär, Staatssekretärin geworden, um dann politisch zu lernen und dann vielleicht mal Minister zu sein. Heute ist es so, dass das Sprungbrett ist, egal wie jung man ist, um dann durchzustarten und das Zehnfache in der Wirtschaft zu verdienen. Ich habe schon wieder schlechte Laune. Habt ihr Fragen? Wollt ihr mal was sagen? Da gibt es ganz viele Meldungen. So, jetzt nehme ich das lose Mikro, das war. Nämlich Muskelkater und deswegen kann ich nicht laufen. Also ich sehe hier eine Meldung, ich sehe da eine Meldung und das war's schon. Ich würde eigentlich direkt nur fragen, wisst ihr denn jetzt schon genaueres? Oh, alles klar. Wisst ihr denn schon, wie genau im Detail jetzt dieses Bürgergeld ausgestaltet werden soll? Bis jetzt ist ja noch nicht so richtig viel durchgesickert. Es soll wohl so einen Grundbetrag von 600 bis 700 Euro geben, aber es ist immer noch nicht klar, was jetzt halt alles wegfällt. Und mit den Äußerungen von Finanzminister Lindner muss man ja aktuell befürchten, dass der Sozialetat im nächsten Jahr gerupft wird, damit genug Geld für die Verteidigung noch übrig bleibt. Ich bin nicht sicher, ob ich alles akustisch gut verstanden habe, aber du fragst nach der genauen Ausgestaltung des Bürgergelds. Ja?
ich habe da, sage ich mal, interne Informationen von der Staatssekretärin aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und das sind leider keine guten Infos. Es wird auch der Regelsatz nicht erhöht werden, zumindest nicht mehr, als er angepasst werden muss, dadurch, dass es der Mindestlohn wird erhöht auf 12 Euro. Dadurch muss auch das Hartz IV ein bisschen höher werden. Aber genau, es wird jetzt nicht signifikant der Regelsatz erhöht. Und was ansonsten das Bürgergeld betrifft, wird es einige Verbesserungen geben. Ja, der Zuverdienst soll nach oben gesetzt werden. Das heißt, man darf mehr Geld arbeiten und trotzdem noch Bürgergeld bekommen. Kinder und Jugendliche, oder vor allem Jugendliche, sollen dazu verdienen dürfen. Und es soll ja auch eine Kindergrundsicherung geben. Aber soweit ich weiß, soll die frühestens zum Ende der Legislaturperiode erarbeitet werden. Vielleicht dann ja eben auch gar nicht mehr, wenn man es nicht schafft. Dann wird es weiter Sanktionen geben. Also ganz grob zusammengefasst wird es ein Bürgerhartz geben. Die Leute werden weiterhin per Gesetz in Armut leben und die einmaligen Unterstützungen, wie jetzt zum Beispiel 100 Euro Zusatzzahlungen, sind einfach lächerlich und ich befürchte, dass wir einfach nicht mehr erwarten können und werden. Übrigens, das ist ein gutes Stichwort mit dem bis zum Ende der Legislatur. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen, dass es kommt. Ne? Mit den befristeten Beschäftigten und den Befristungen und Wiederbefristungen hat man ja auch gesagt, bei der letzten Legislaturperiode, da gehen wir ran. Und dann hat man irgendwann gesagt, nach einem halben Jahr, das machen wir am Ende der Legislaturperiode. Und dann, da kann man immer davon ausgehen, dass es dann weg ist. Ja, genau. Marco, war das jetzt schlau, dass Helena gesagt hat, ich habe da von der Staatssekretärin eine Information bekommen? Hätte sie besser nicht gemacht? Nein, ich habe die ja nicht von, ich weiß aber, dass das Informationen von der Staatssekretärin sind. Ja, also das macht man nicht als Lobbyist. Ich selber habe nicht mit ihr gesprochen und ich weiß auch nicht, wer mit ihr gesprochen hat. Ja, okay. Aber ich weiß, dass sie das gesagt hat. Sehr gut rausgerudert. Gut. Na, ich fand das total spannend, was du gesagt hast, Marco, dass mit diesen 100.000, das wollte ich nur sozusagen reinwerfen, was man damit machen soll, nämlich eine Freiwilligengruppe aufbauen. Und ich fragte mich, kann man nicht versuchen, das ist nur so spontane Idee, dass man beim Arbeitsamt als Arbeitsmaßnahmen Lobbyismus anmeldet und die Hartz-IV-EmpfängerInnen dann auf den Bundestag loslässt. Also Schulungen macht und... Die haben ja Zeit, die können sich vor die Büros stellen, ja, und genau, vor die Ausschüsse. Genau. Also das tatsächlich, also ich meine, das ist ernst, ob man da nicht drüber nachdenken kann, dass man das macht. Lass da gerne mal drüber sprechen. Vor allem mit den Zuverdienstmöglichkeiten. Das wäre ja dann, also dann muss man die wenigstens nutzen. Nur Männer, gibt es keine Frauen, die was sagen wollen? Ach, sorry, ich muss einmal ganz kurz. Ne? Kannst du mir noch einmal sagen, an wen muss ich mich wenden? An StaatssekretärInnen und an wen noch? An den Bundestag nicht, aber an wen muss ich mich wenden? Kannst du es mir nochmal sagen, dass ich es mir aufschreiben kann, bitte? Ja, also wenn als Verband, ne, jetzt als Einzelperson ist noch was anderes, als Verband wären wirklich die Ministerien wichtig, da politisch die Staatssekretär, es gibt übrigens noch einen Unterschied, es gibt verbeamtete Staatssekretäre und es gibt die parlamentarischen Staatssekretärinnen und Sekretäre, ist aber eigentlich sind die Beamten noch wichtiger. Auch Abteilungsleiter und so weiter sind wichtig. Ich würde natürlich jetzt die Abgeordneten nicht auslassen, aber die Abgeordneten würde ich mir eher im Wahlkreis schnappen. Und da sind am wichtigsten die im Haushaltsausschuss sitzen, weil die bestimmen am meisten. Die kennt meistens keiner vom Namen her. Das sind auch nicht die, die ihre Nasen in die Kameras setzen, aber die bestimmen, wie die Haushaltslage ist und wie was verteilt wird. Und die machen ganz viele Geschäfte, ganz viele Deals. Ne? Also dein Kirchturm wird da erneuert, dann passiert das und das. Und so läuft es wirklich ab. Deswegen, vielleicht hat jemand diesen Namen Kaas mal gehört. Das war der Tausendsasser in der SPD. Keiner hatte so viel Einfluss wie der, obwohl er eigentlich nie so richtig draußen groß bekannt war, weil er den Haushaltsausschuss dominiert hat von der SPD-Seite. Und schon damals dafür gesorgt hat, dass zum Beispiel ganz viele Deals mit der Bundeswehr und mit irgendwelchen Rüstungslobbyisten gemacht werden. Ja, ich habe eine Frage an Marco.
Und zwar, ich bin SPD-Kommunalpolitiker und ich hatte auch die Situation, dass ich in einer bestimmten Situation, und dann ging es um die Landtags-, also Kandidatur für den Landtag, dann kam da plötzlich ein anderer Kandidat und da stand so eine Seilschaft dahinter. Und ich habe dann auch gesagt, also es ging dann auf so Kampfkandidatur raus und ich habe dann an einem gewissen Punkt gesagt, nee, das ist nicht gut für die Partei und habe das dann zurückgezogen. Jetzt meine Frage an dich. Also ich bin nicht ausgetreten, ich war damit dann auch nicht einverstanden und die Motivation hat darunter auch gelitten. Die Frage an dich, führt es aber nicht dazu, wenn man da immer oder zu oft nachgibt, wenn die Idealisten sagen, hey, okay, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf, dass dann eben diese Leute an der Macht bleiben und das, ja, sollte man nicht trotzdem vielleicht sagen, ich werfe meinen Hut in den Ring und kämpfe da dagegen? Ja, die Frage verstehe ich sehr gut und deswegen habe ich das ja sehr lange gemacht, weil ich da auch nicht aufgeben wollte und ich schreibe das auch im Buch. Ne? Also mir hat eine Kollegin am Anfang gesagt, pass mal auf, du hast zwei Möglichkeiten, so sind die Spielregeln hier. Mir gefallen die auch nicht, aber die Spielregeln sind, entweder du hältst dich an die Spielregeln, dann darfst du irgendwann vielleicht auch mal ans große Spielbrett und vielleicht an kleinen Schrauben mitdrehen. Oder du akzeptierst die nicht und verlässt das Spielfeld. Und ich habe immer gesagt, nee, es gibt nur eine dritte Möglichkeit, du musst die Spielregeln ändern. Und dazu musst du natürlich dabei bleiben. Deswegen habe ich das so lange gemacht. Aber wenn du irgendwann merkst, du schöpfst alles aus, du schaffst es sogar, Parteitagsbeschlüsse hinzukriegen, du schaffst es, das Beispiel habe ich noch gar nicht genannt, du schaffst es in der Fraktion, Fraktionsbeschlüsse hinzukriegen. Wir haben ein Energiekonzept in der Fraktion erarbeitet, in der einer der wenigen Phasen, wo wir in der Opposition waren, damals als nochmal Schwarz-Gelb kam. Da haben wir, obwohl wir so unterschiedlicher Meinung waren, ein Energiekonzept erstellt in der Fraktion. Und zwar von den Hardcore-Kohle- und Atomleuten bis hin zu den Umweltleuten in der Fraktion. Das wurde einstimmig beschlossen. Die Partei hat das einstimmig beschlossen. Und am Ende, bei den nächsten Koalitionsverhandlungen, hat Hannelore Kraft die Koalitionsverhandlungen geleitet, die von Energiepolitik und Umweltpolitik keine Ahnung hatte, hat die ganzen IGBCE und RWE-Leute mitgenommen. Und unser Konzept, was ja sogar in der Fraktion beschlossen wurde, hat nicht mal eine Rolle gespielt in den Koalitionsverhandlungen. Es wurde völlig missachtet. Und wenn du das erlebst, dann sagst du irgendwann, nee, da ist meine Energie verpufft da auch. Weil ganz viele, ich sage das jetzt mal, das klingt sehr überheblich, aber ganz viele auch gerade an der Basis in Dortmund, mit denen ich immer noch gut klarkomme, die haben auch Hoffnung da reingesetzt, solange ich da sitze, wird das schon irgendwie laufen. Dann werden ihre Interessen schon irgendwie gewahrt. Aber das ist eben so nicht mehr. Ne? Weil irgendwann, weil im Bundestag und in der Fraktion bist du Einzelkämpfer oder dann sind noch 5 oder 6 da. Aber das bringt nichts. Ne? Und damit wird sozusagen so suggeriert, dass wenn die SPD noch sehr heterogen ist und unterschiedliche Positionen dort Raum haben, aber sie haben nur Raum, solange es nicht um Machtpolitik und nicht um wirkliche Entscheidungen geht. Und wenn das nicht mehr gewährleistet ist und du es nicht mehr verändern kannst, dann musst du irgendwann auch die Konsequenz ziehen. Und das ist das. In der SPD gab es die Kämpfe früher auch, aber damals hatte man noch eine Chance. Ne? Und damals sozusagen wurde man auch nicht wirklich auf unbedingt auf Linie gebracht, sondern es konnte mal so ausschlagen und so ausschlagen. Auch als ich am Anfang im Bundestag noch war, gab es noch mal Entscheidungen auch gegen Schröder, die mal anders aussahen. Aber das ist einfach vorbei. Und dann muss man irgendwann die Konsequenz ziehen. Genau, Marco, machen wir kurz einen Cut, bevor du jetzt die Geschichte von Schröder und damals noch erzählst. Das ist alles super spannend, aber ich habe hier noch einen, der eine Frage hat oder was sagen möchte. Genau, ich hätte auch noch eine Frage an Marco und zwar, jetzt ist es alles, hat sich so entwickelt und du bist mit deinem Buch und mit deinen Gedanken unterwegs. Aber was für Rückmeldungen bekommst du vielleicht nicht aus der Zivilgesellschaft oder auf solchen Abenden, sondern aus deinem politischen Alltag? Triffst du auf Leute, die ähnliche Gedanken haben oder sagen, ja, eigentlich hast du recht, eigentlich müssten wir was machen? Und dann noch vielleicht eine Frage an alle, wäre es dann nicht auch Zeit für eine neue Partei, die vielleicht genauso Sachen auch richtig angeht und einen neuen Politikstil prägt? Also, gute Frage, dachte ich nur. Ja, also ich bin ja jetzt nun mal nicht mehr so, also zumindest jetzt hier nicht mehr so unterwegs.
Aber natürlich habe ich die immer getroffen. Ich habe die auch in der Bundestagsfraktion der SPD getroffen und auch in anderen Fraktionen getroffen. Ich nenne mal jetzt eine Person, wo das vielleicht noch am wenigsten problematisch ist. Gerd Schick ist so einer. Gerd Schick war finanzpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion. Der hat mit mir den Kodex gemacht für Abgeordnete, wo wir uns selbst verpflichtet haben, Lobbytermine öffentlich zu machen, nicht Lobbyist zu werden, direkt nach der Karriere und so weiter. Also weil es diese ganzen Regeln nicht gibt. Es ist ja übrigens, es gibt nirgendwo, selbst in der Wirtschaft gibt es Compliance-Abteilung, Regeln. Überall gibt es Regeln, nur der Bundestag hat keine eigenen Regeln für sich selbst, weil er seine Regeln selbst macht. Gerd Schick ist auch ausgetreten aus dem Bundestag und hat eine eigene NGO gegründet, die sich jetzt um die Finanzwende kümmert, ne? Bürgerbewegung Finanzwende. Das heißt, diese Leute gibt es und natürlich gibt es sie auch sonst im Gespräch, aber letztendlich muss dann jeder seinen eigenen Weg wählen und die meisten gehen dann den Weg und sagen, naja, dann mache ich doch lieber Karriere und versuche dann doch irgendwo was zu ändern. Meistens klappt das dann nicht, weil egal wie hoch du kommst, du bist trotzdem in diesen Verpflichtungen, in diesen Maschinerien. Von daher ist diese Frage nach der Partei oder Bewegung, ich würde es jetzt fast eher Bewegung nennen, sicherlich richtig. Es ist aber nicht so einfach, wie man denkt. Ich glaube, wenn, dann muss es eine Art neue Partei, neuen Typs geben. Ich könnte mir sowas am besten vorstellen, dass Bewegungen, NGOs, wie sanktionsfrei, wie für im sozialen, im Umwelt, sonst was Bereich sich zusammenschließen, an einen runden Tisch kommen, ihre Eigenständigkeit komplett behalten und damit sozusagen auch ihr Power behalten, damit sie nicht korrumpiert werden, aber dann sozusagen sich zusammenschließen, um dann für Wahlen, freie Listen, einen parlamentarischen Arm zu wählen, die dann aber nur einmal sozusagen dann da sitzen dürfen. Versuchen wollen, sowas zu verändern und die Organisationen weiterhin an diesem runden Tisch sitzen und ihre Eigenständigkeit nicht aufgeben. Das ist, glaube ich, die einzige Chance. Ansonsten machen Parteien, glaube ich, immer wieder den gleichen Weg durch. Und du wirst auch jüngere Leute nicht mehr dazu kriegen, also viele Jüngere nicht mehr dazu kriegen, in die Partei zu gehen. Und wenn, dann auch nur kurz. Und entweder sind sie dann auch korrumpiert oder sie sind frustriert und gehen. Das Modell wird so nicht mehr funktionieren mit den Parteien. Ja, meine Frage geht eigentlich an euch beide. Also wie kann die Zivilgesellschaft wirklich sich daran beteiligen, ein Bürgergeld oder auch ein ganz neues Konzept auszuformulieren und dieses zu entwickeln? Wie können wir das wirklich umsetzen? Was habt ihr da für Vorschläge? Wie können wir uns beteiligen? Das ist eine Frage, die ich auch gestellt habe, jetzt zum Beispiel an den Abgeordneten von Neukölln, Andreas Audretsch, der so mein direktester Draht genau dahin ist, sozusagen. Und leider kann der mir darauf keine gute Antwort geben, weil keine Einigkeit darüber herrscht, wie jetzt das Bürgergeld reformiert werden soll, tatsächlich. Ja. Also es war ja erst laut Koalitionsvertrag, soll es ein Expertengremium geben, was das macht. Und dann habe ich gefragt, wer ist denn das Gremium und kann ich da hin, kann ich da teilnehmen, sei es als stille Beobachterin. Jetzt heißt es aber, naja, man weiß eigentlich noch gar nicht genau, wer das Gremium sein soll und wahrscheinlich wird dann irgendeine Stiftung beauftragt oder so. Ja, also ich befürchte was Ähnliches, wie es schon mal gab. Deswegen ist es mir komplett schleierhaft, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und ich glaube eigentlich, dass am allermeisten Druck aus der Öffentlichkeit wirkt, was ja bei diesem Thema Hartz IV und Bürgergeld leider nicht so viel gemacht wird. Deswegen weiß ich nicht, alle zusammen. Ja. Also ich würde konkret was vorschlagen, was kein Allheilmittel für alle Fragen ist, aber ich schlage das generell vor und das würde in dem Fall besonders, denke ich, gut und wichtig sein. Es ist keine neue Sache, aber ich glaube, wir müssen unsere Demokratie ergänzen, weil ich habe die Parteien angesprochen, ich habe die Fraktionen angesprochen, ich habe den Bundestag angesprochen. Das wird sich auch nicht so einfach ändern, dieses System. Es muss ergänzt werden und wir müssen sozusagen mehr direkte Demokratiemöglichkeiten haben und da müssen alle zusammenkommen, weil da haben sie alle das gleiche Interesse. Und ich glaube, es muss eine Art Bürgerinnenrat geben, der zu bestimmten Fachfragen zusammenkommt, nicht zu allem, nicht zu
zu so Ad-hoc-Geschichten. Ne? Also ich finde, den Bundestag will ich nicht abschaffen. Aber der sozusagen zum Beispiel genau dazu, und das ist eine wichtige gesellschaftliche Frage, zusammenkommt, wo Leute durch Losverfahren zusammenkommen, aus ganz unterschiedlichen Verhältnissen, Strukturen, also sehr heterogen zusammengesetzt wird und dann zu dieser Fachfrage beraten, Expertinnen, Experten aus allen Bereichen dazukommen können und da berichten können, aber die entscheiden am Ende. Wichtig ist dabei, und das unterscheidet mein Modell von den allen, die diskutiert werden, diese Entscheidung muss in Gesetzesinitiativen gegossen werden. Der Bundestag entscheidet zwar hinterher, aber es ist nicht wie mit einer Petition, wir reden da mal drüber, sondern es ist dann ein Gesetz, was zur Abstimmung gestellt wird. Man kann dann ein Gegengesetz von mir aus natürlich starten, aber es gibt keinen Fraktionszwang. Die Regierung hat sich komplett rauszuhalten und nur die Abgeordneten entscheiden nach ihrem Gewissen, ob sie dem zustimmen oder nicht, was eingebracht wird. Das wird so eine öffentliche Wirkung entfachen, dass man dann eine Möglichkeit hat zu einer ganz anderen Debatte. Und da haben alle ein Interesse, die unterschiedlichsten Organisationen, so kämpft sanktionsfrei für ihren Bereich. Andere kämpfen für ihre Interessen und bestimmte Ideen und Möglichkeiten. Aber am Ende haben sie nicht so viel miteinander zu tun, geht auch nicht. Aber diesen Bürgerinnenrat einzuführen in verschiedenen Sachfragen, das ist das Interesse von allen. Und da den Druck zu konzentrieren, wo alle in einem Strang ziehen, damit das durchgesetzt wird, das wäre sozusagen ein Konterpunkt zu der Politik, die wir jetzt haben. Und das würde sehr, sehr viel verändern. Da bin ich fest von überzeugt. Da, wenn ich da ganz kurz nochmal draufsetzen darf, also könnte man diese 100.000 Euro, wenn man jetzt, könnte ich das splitten, 50.000 für die Hartz-IV-Armee aus Freiwilligen, aber wenn man noch, kann man noch vielleicht für 50.000 so ein BürgerInnenrat konstruieren, aber der hat keine, der ist ja nur, also er ist eben nicht verankert, er hat ja hier keine Auswirkungen. Ne? Also er politisch hat bis jetzt keine Auswirkungen, es gibt Organisationen, die den befördern, aber wie gesagt, leider, und es gibt auch positive Signale von Grünen, von SPD und so weiter, aber keiner, und das ist genau das, was man jetzt mit öffentlichem Druck erreichen muss, mit alle an einem Strang ziehen. Es hat sozusagen keine Konsequenz, wenn am Ende der Bürgerinnenrat getagt hat und dann schön, dass wir was gesagt haben, es aber keiner mitträgt. Es gab den zu Klima, auch in verschiedenen Ländern, aber wenn da keine Konsequenz gezogen wird, dann bringt das nichts, sondern der Beschluss von diesem Rat muss in Gesetze abgestimmt werden im Bundestag. Dann hätte es so eine öffentliche Wirkung, selbst wenn der Bundestag das ablehnen würde, dass man sozusagen da eine ganz andere Entscheidungsstruktur hat. Also das zu nehmen, um sozusagen da alle Verbände zusammenzubringen, um sowas einzufordern, aber mit dieser Konsequenz und nicht nur schön, dass wir darüber geredet haben, das wäre, glaube ich, wirklich ein ziemlich großes Brett. Okay, das ist ja auch das, was du in deinem Buch schreibst, sozusagen für eine moderne Demokratie, Bürgerinnenräte, und das andere war den Fraktionszwang aufbrechen, also Gewissensvertreterinnen haben. Okay, wir haben noch eine Frage. Ich wollte nur noch mal ganz kurz Werbung für dein Buch machen, weil es doch toll ist. Ja, ja, hallo Marco. Ich habe die Frage, du hast vorhin erwähnt, dass du sagst, naja, da kommen RWE und IGBCE und das Thema ist vom Tisch. In deinem Wikipedia-Eintrag steht, dass du Mitglied bei Verdi bist. Da würde mich mal interessieren, wie du da jetzt gerade in diesem Gegensatz da die Gewerkschaften jetzt momentan siehst, auch gerade in dieser ganzen Lobbylandschaft. Ja, also Gewerkschaften haben schon einen Sonderstatus in diesem, weil ich ja unterscheide zwischen Interessensvertretungen und Profitlobbyisten, weil sie natürlich schon anders ausgestattet sind, weil sie andere Möglichkeiten haben und weil sie in der SPD zumindest doch immer noch eine gewisse Verankerung oder Möglichkeiten hatte. Aber auch die sind weniger geworden. Das war bei Schröder schon sehr, sehr angespanntes, schwieriges Verhältnis. Aber trotzdem haben sie natürlich ganz andere Möglichkeiten. Deswegen haben sie, Kirchen wäre auch nochmal so ein Fall, ne? Aber Gewerkschaften haben einen anderen Status als in normale Interessensvertretungen. Sehr unterschiedlich nutzen sie ihre Möglichkeiten, würde ich sagen. Leider habe ich auch eben festgestellt, dass sie in bestimmten Bereichen sich gerne mit den Konzernen dann verbrüdern, wenn es um bestimmte Einzelinteressen geht, die aber nicht unbedingt der Allgemeinheit nutzen. Und das, wo sie das nicht tun, also wo sie wirklich dann sogar versuchen,
wirklich so den Menschen zu helfen, vielleicht auch denen, denen es nicht so gut geht, genau in den Bereichen setzen sie sich aber immer weniger durch und sind sie auch immer weniger verankert. Also dieses Bewusstsein nimmt auch in der SPD und auch in der SPD-Bundestagsfraktion ab, auch wenn es immer versucht wird, hochzuhalten. Das Gleiche kann man jetzt bei Umweltverbänden und den Grünen erleben. Ja, also die haben bei den Grünen sicherlich auch noch einen anderen Status, als sie bei den anderen hatte. Aber auch jetzt erleben wir, dass diese gar nicht mehr so gut drankommen, wie das vorher noch der Fall war, als sie noch in der Opposition waren. Ja, hi. Mich würde mal interessieren, wie ihr beide die Rolle der Medien im Zusammenhang mit euren Themen seht. Also A, wie darüber berichtet wird und B, ob es da Optionen geben könnte, also Öffentlichkeit zu kreieren, ist ja, wenn man so will, die vierte Gewalt, die ja auch einen großen Einfluss hat, Politik zu übersetzen. Die Medien spielen auf jeden Fall eine super große Rolle. Das sieht man bei Hartz IV, finde ich, daran, dass es ja ganz schnell, noch bevor Hartz IV eigentlich eingeführt wurde, wurde dieses Klischee verfestigt von dem schmarotzenden Hartz IV-Bezieher, der zu faul und zu ungebildet ist, um sich eine eigene Arbeit zu suchen. Und genau, das hat sich dann so bei uns allen irgendwie niedergesetzt, dieses Bild. Und ich habe das Gefühl, erst in den letzten Jahren oder in den letzten Jahren immer mehr gibt es viele JournalistInnen, die dieses Bild auch aufbrechen wollen und anders berichten. Und aber insgesamt finde ich, mit sanktionsfrei teilweise Arbeit, wo ich der Meinung bin, das müssten eigentlich JournalistInnen machen. Da müsste es eigentlich noch viel, viel mehr den Drive geben, da tiefer einzusteigen und das stärker zu verbreiten, was da eigentlich für Missstände herrschen und verfestigt werden. Das ist einfach total krass. Ja. Fehlt mir noch ein bisschen. Ja, ich habe da so ein bisschen das schon so durchblicken lassen, auch vorher. Also es ist natürlich sehr unterschiedlich und sehr unterschiedliches Bild. Also erstmal eine Unterscheidung natürlich zwischen den einzelnen Journalistinnen, Journalisten, wo ich schon glaube, dass es da gar nicht so wenige gibt, die da anders berichten würden und auch möchten oder es auch anbieten und auch da Sachen haben. Aber wenn man sich dann natürlich anguckt, was dann bei den Medien rüberkommt, die am meisten konsumiert werden, sieht das natürlich schon ganz anders aus. Bis hin zu denen, ich habe das mit der Talkshow gesagt. Ne? Also man muss halt wissen, dass leider viele Menschen sich eben nicht bei den Dokus oder auf Seite 17 von irgendeiner Zeitung informieren, sondern stark natürlich über diese Mainstream-Kanäle und Sendungen, die da gebracht werden. Und viele glauben, das habe ich immer wieder festgestellt, sie gucken eine Talkshow oder zwei an der Woche und dann sind sie politisch informiert. Und das ist natürlich fatal, weil die häufig auch von Journalisten und Journalistinnen geleitet werden. Die haben eigene sozusagen, wenn man so will, Unternehmen, eigene Konsortien, die sich sozusagen, die dann gebucht werden, auch von Öffentlich-Rechtlichen, aber die bestimmen alles selbst, die bestimmen die Themenauswahl, da fällt das soziale Thema meistens runter, weil sie selber auch damit nichts zu tun haben und die haben auch fast immer die gleichen Gäste da. Das heißt, also es ist relativ beschränkt und dann ist natürlich klar, dass es auch da ein verzerrtes Bild gibt, weil bestimmte Sachen einfach weniger berichtet werden, als es so ist. Das ist nicht für alle Medien, gilt nicht für alle Medien so, aber generell. Und deswegen habe ich ja davon gesprochen, brauchen wir vor allen Dingen ein öffentlich-mediales Netzwerk, was ganz andere Themen setzt und sie viel stärker reinbringt, was ja heute auch viel besser geht, als es noch vor 10, 20 Jahren ging, weil so die Informationen doch sehr einseitig sind und davon werden wir alle geprägt. Ich kann das nur bestätigen, wenn ich so ein Thema mal angesprochen habe, wie über Sanktionen zu diskutieren oder überhaupt über Hartz, dann gab es zwar in bestimmten Bereichen einen gewissen Zuspruch, aber ich habe auch viel Ablehnung bekommen und zwar von Leuten, die auch nicht viel haben, aber sich abgrenzen wollten gegen die noch weniger haben.
Und dann sozusagen, und das ist auch ein Phänomen, ein psychologisches Phänomen, was man so sehen muss. Genauso, wenn es um Steuern geht, wenn ich Vermögens- oder Erbschaftssteuer angesprochen habe, habe ich immer am meisten Hate bekommen auf allen Kanälen. Und zwar nicht von Leuten, die mega reich und vermögend waren, weil das interessiert die gar nicht, was ich sage, sondern von Leuten, die durchschnittlich oder sonst was verdient haben, die dann immer auf so Neiddebatten gegangen sind und sich sozusagen auch psychologisch drauf eingegangen ist. Also dieses Phänomen nach unten eher treten und abgrenzen, nach oben eher gucken, dass man irgendwie vielleicht dann nochmal hinkommen kann, ist leider auch sehr verbreitet. Und auch in meiner Partei war das echt krass, selbst an der Basis, wie da häufig so eine Abgrenzung war. Deswegen diese hart arbeitende Bevölkerung, dieses komische Bild, also wenn alle anderen faul und blöd sind, das hat sich so verfestigt, das ist sehr, sehr krass, dagegen anzukommen. So, wir haben jetzt ein paar Minuten vor neun. Ich habe jetzt noch 4 Männermeldungen und habe mir, ich bin ja hier die Mikrotyrannin und kann ja entscheiden, wer hier sprechen darf und in welcher Reihenfolge, und habe ja mir die Regel auferlegt, wenn 2 Männer gesprochen haben, muss eine Frau sprechen. Das hat sich ganz gut gefügt. Also so, wir haben jetzt also die Frage, ob noch eine Frau eine Frage hat, und ansonsten würde ich sagen, müssen die 4 Männer sich leider zurückhalten, zumal die Zeit eh abgelaufen ist. Ich glaube, es haben ganz viele noch ganz, ganz viele Fragen. Ich habe noch, und da setze ich mich noch mal kurz hin, wir haben noch eine Stunde. An der Bar sind die Getränke noch zu haben. Da hinten gibt es noch Bücher, der Spendenkasten ist auch noch offen. Und Helena und Marco sind, glaube ich, auch noch da und beantworten auch noch 1:1 Fragen. Also eure Fragen sind nicht verloren. Ich komme noch mal kurz auf die Bühne und mache noch einen Schluss mit euch, wenn es recht ist. Ja. Ich würde gerne noch mal von Helena wissen, also wir haben jetzt viel gelernt, wir haben schöne Ideen bekommen, du hast neue freiwillige Engagierte dabei. Du hast in der letzten Zeit, das habe ich so mitbekommen, und das hat viel verändert. Du hast früher so große Kampagnen mit Plakaten und ich weiß nicht was und Zeug gemacht. Jetzt machst du so ein Mikro-Campaigning, in dem du auf Twitter Sachen erzählst. Ich habe die Beispiele jetzt nicht mehr im Kopf. Da gab es irgendwie eine Frau, die hat also Hartz-IV-Beziehende, hat ein Baby bekommen und konnte dann die Geburtsurkunde nicht vorlegen und zack, kriegte sie kein Geld fürs Baby, aber sie kriegte auch kein Geld mehr für sich selbst. So. Solche Geschichten hast du reingeschrieben, hast gesagt, hä? Also ja, und dann hat das Amt irgendwie gesagt, ja, wenn die keine Geburtsurkunde vorlegen kann, dann weiß ich ja gar nicht, ob sie ein Baby hat und ob sie dann überhaupt berechtigt ist, ja, also und so weiter. Also da gab es, das hast du aber an Twitter, 260 Zeichen oder so, das hast du relativ kurz gemacht. Das hat aber einen Effekt. Ich glaube, die allercoolste Geschichte war die, mit dem Kühlschrank? Der Kühlschrankfall, ja. Genau, magst du es kurz erzählen? Der Kühlschrankfall war folgender, da hat sich eine Frau an mich gewendet wegen was ganz anderem, halt im Nebensatz erwähnt, dass ihre Kühlschrankreparatur oder ein Darlehen für einen Kühlschrank abgelehnt wurde, mit dem Hinweis, dass die Witterungsbedingungen es zulassen, dass man die Lebensmittel draußen lagert und währenddessen Geld vom Regelsatz abgespart werden kann, um einen neuen Kühlschrank anzuschaffen. Und ich war so, was? Okay, ich möchte das Schreiben gerne sehen. Und habe dann so nebenbei im totalen Babystress eigentlich das abgeschrieben und getwittert. Und daraufhin ist so ein Shitstorm eigentlich losgebrochen. Und damit ist sozusagen meine neue Strategie geboren worden, weil ich es einfach so mache wie Journalistin. Ich hole mir eine Datenfreigabe von den Betroffenen, wende mich ans Jobcenter, zum einen an die Pressestelle und zum anderen an die SachbearbeiterInnen. Und genau, verlangen dann eine Stellungnahme bis dann und dann. Und dann müssen die sich bei mir zurückmelden und eine Stellung nehmen. Und das ist irgendwie das ist wirklich ein bisschen lustig, aber auch traurig. Aber in allen Fällen, die ich in den letzten paar Wochen gebracht habe, war die Konsequenz, dass innerhalb von kürzester Zeit sich das Problem quasi in Wohlgefallen aufgelöst hat. Und sogar jetzt bei diesem Kühlschrankfall gab es wirklich große Entschuldigungen, eine neue Sachbearbeiterin, der Geschäftsführer hat mich angerufen, mich angefleht auf Knien, dass ich das Jobcenter nicht öffentlich mache und so weiter. Und in anderen Fällen haben die aber einfach behauptet, naja, ich habe doch einfach nur gemacht, was ich machen musste, die hat ihre Geburtsurkunde nicht vorgelegt, woher soll ich wissen, dass die Frau jetzt Mutter ist und dass sie überhaupt noch lebt, wo das eine mit dem anderen einfach gar nichts zu tun hat. Ja, genau, und das haben dann noch Medien aufgegriffen, also das wurde dann x-fach in allen möglichen Zeitungen, also jetzt nicht in der Talkshow, ich glaube, da war noch keine dabei, aber
Ist das auch ein Weg, sage ich mal jetzt so, ja, eigentlich so klein Dröppchen für Dröppchen, Twitter, da sind viele Journalisten, die greifen das auf und dadurch wird ein Thema penetriert, wie man im Marketingdeutsch sagt? Ja, total, das ist genau das, was ich meine. Also das ist ein super Beispiel, weil genau das muss mehr passieren. Da scheuen sich natürlich ganz viele und manche haben auch nicht die Mittel, manche haben nicht die Follower und so weiter. Aber genau das muss man tun. Ich hatte die auch nicht. Bitte? Ich hatte keine Follower. Ja, aber dann hat sich Gott sei Dank, aber dann hat es irgendjemand retweetet oder sonst was, der welche hat. Und genau das muss man tun, damit man sozusagen eine Öffentlichkeit generiert und dann passiert auch was. Deswegen sage ich, es ist gar nicht so, dass alle resistent sind, auch nicht Abgeordnete sind alle resistent. Aber sie müssen erreicht werden durch solche Bereiche. Und weil sonst haben wir das Bild, und das kennen wir doch alle, ne, als Pegida und so weiter, die Wutbürgerinnen und Wutbürger, das ist eine kleine Minderheit, aber die sehr laut, sehr deutlich was machen und da ist völlig egal, was da für Fakten und so weiter hinter sind, die werden gehört und die werden auch eingeladen am Ende. Und dann sozusagen, und dann kommt es auch in die Medien und dann gibt es eine Welle und dann müssen sich Leute entschuldigen und so weiter. Und wenn man das mal von der Seite macht, wo wirklich Fakten hinterstehen und wo Ungerechtigkeiten hinterstehen und nicht irgendein Bauchgefühl, dass ich total ungerecht behandelt werde, sondern wirklich Tatsachen hinterstehen, dann ist das nur zu begrüßen. Und dann, glaube ich, müssen diese Wege bestritten werden. Das ist nicht der einzige Weg, aber ich glaube, dass das ein sehr guter und wichtiger Weg ist und den auch jeder mitnehmen kann. Ne? Also den jeder machen kann. Wenn er das vom Nachbarn hört, dann guckt er, wo kann er das unterbringen und kann das einer bringen, der vielleicht ein paar Follower mehr hat oder es retweetet einer. Also das muss irgendwie sein. Aber da, wie gesagt, würde ich mir noch mehr Vernetzung wünschen, dass genau solche Sachen auch manchmal extra skandalisiert werden. Und da habe ich übrigens auch keine Angst vor Populismus, in Anführungsstrichen. Wenn das faktenbasiert ist, wenn es auf Ungerechtigkeiten beruht, muss man alle Mittel nutzen. Ne? Und das muss man auch knallhart machen, auch wenn dann vielleicht mal ein Sachbearbeiter oder eine Sachbearbeiterin Stress kriegt. Okay, also ich fasse mal zusammen. Ich habe heute gelernt, also wenn man jetzt nicht Lobbytarierin ist, sondern Demokratorin, für die Guten lobbyiert damit, kämpft, Interessen vertritt von denen, für die sonst keiner Interessen vertritt. Dann, also ich kaufe ein Stück Seife, ich kaufe ein Glas Honig, ich recherchiere, wer sind relevante Bundestagsabgeordnete, gehe bei denen in den Wahlkreis, nicht in Berlin, sondern das. Ich gucke vor allen Dingen, wer ist Staatssekretärin in dem zuständigen Ministerium. Ich gehe dann in den Wahlkreis, wo die sind, oder wer, Herr Hubertus Heil, müssten wir, weiß gar nicht, weißt du, was sein Wahlkreis ist? Peine, okay. Peine, das irgendwo bei Hannover. Ja, aber, das ist ihm auch also ganz wichtig. Bei Hubertus war ich auch schon mit dem Essen, also das bringt wirklich nichts. Vielleicht hättest du mehr Glück. Wahrscheinlich die bessere Begleitung. Ich will jetzt das Schlusswort und ich will meine Strategie erklären. Also, ich recherchiere jetzt Hubertus Heil, ich mache mich schlau in Peine und so und dann freunde ich mich mit Hubertus an. Also ich habe ja Seife und Honig, muss ich erstmal loswerden. Ich sage ihm erstmal, was für ein toller Typ er ist. Der ist, glaube ich, auch groß. Ich bin auch groß. Das ist schon mal, da sind wir auf Augenhöhe. Nein, der ist gar nicht groß. Der ist klein und sehr untersetzt. Aber dick. Ja gut, dann mache ich mich quer. Egal. Also, wie auch immer, ich versuche irgendwie mit dem mich gut zu stellen. Und dann, pass auf, jetzt kommt's. Sorge ich dafür im Jobcenter in Peine. Gibt es da ein Jobcenter? Bestimmt. Oder im nächstgelegenen, wie auch immer. Also, da gucke ich, dass wir so einen Kühlschrank, so einen Babyfall und so Zeug haben. Also so, ich meine, es gibt die ja überall, wir haben ja Massen von solchen Geschichten. Nein, das sind Einzelfälle, Claudia. Ja, klar. Ich brauche die nur in Peine. Ja? So, und dann bringen wir das, also du twitterst das, ich bin ja gut mit Hubertus. Also du twitterst das Okay. Und dann rufe ich Hubertus an und sage, ich habe da so eine Idee, wie du da aus der Bredouille kommen kannst. So, und dann sage ich ihm, pass mal auf, und verdammt, schon wieder ein Fall in Peine, da ist ja wirklich ein Missstand da. So. Und dann macht er ein schönes Bürgergeld, was dann aber ein echtes ist. Was wir aber vorher hier, ich habe mir deinen Namen nicht gemerkt, aber den sagen wir noch, also mit den paar Aktivistinnen, die wir noch haben, haben wir einen total tollen Gesetzentwurf mit den Juristen, wir haben ja 100.000 Euro Gesetzentwurf geschrieben, Steuerberater hat das doch mal durchgerechnet. Und dann legen wir das vor und dann gibt Hubertus das in seine Fraktion, Mütze nicht sagt, hier Leute unterschreiben und dann haben wir es, oder? So. Nee. Ach, du musst jetzt mal Ja sagen, sonst habe ich wieder schlechte Laune. Ja, aber das ist, der Ansatz ist gut, aber das reicht nicht Hubertus aus, sondern das musst du halt dann in mehreren
Städten mit mehreren Abgeordneten oder Leuten aus der Politik machen. Wenn die dann zusammenkommen, und das ist das Wichtige, in der Fraktion darf nicht nur ein Bülow aufstehen, okay, oder dann sogar nicht mal ein Heil, sondern da müssen 7 aufstehen, 10 aufstehen. Ja, ich habe auch 2 von diesen Fällen. Okay. Und die sind total ungerecht. So dass eben nicht mehr der Eindruck bleiben, mhm, kann, es sind Einzelfälle. Mhm. Und das, da muss jetzt was getan werden. Und wenn, okay, sich das häuft und wenn man so genervt ist von denen, was da vor Ort ist, dann will man da, dass sich da was dran ändert. Und wenn, okay, das jetzt keiner Lobby so richtig wehtut, dann wird es vielleicht sogar umgesetzt, wenn das ein paar mehr als einer macht. Okay, aber Prinzip verstanden, das müssen wir skalieren, also das Hubertus-Peine-Prinzip machen wir in allen, dazu haben wir ja dann die Hartz-IV-Armee. Also ich glaube, wir sind schlauer geworden, ich hoffe, ihr auch. Tut mir leid, dass ich die letzten Fragen so brutal männerfeindlich abgewürgt habe, das könnt ihr jetzt an der Bar mit Schnaps bekämpfen. Nee, Schnaps gibt es nicht, aber leckere andere Dinge. Bücher da hinten am Tisch, Spendendings da. Euch vielen Dank, dass du gekommen bist, dass du gekommen, Dankeschön, bist. Dir vielen Dank fürs Moderieren. Danke.